Wie ist denn das mit den Menschenrechten bei Sklaverei? Wir können mal jemanden von Amnesty einladen, ja, wie man denn artgerecht und einen Sklaven halten darf. Das klingt wie ein guter Anruf, den ich mal tätigen kann in einem, ja, Stream. Wie ist denn das? Wenn ich jetzt einen Menschen versklave, auf was muss ich da alles achten? Mindest nicht klonen und so. Sein. Und noch ganz kurz nebenbei so eine kleine Nachricht abschicken, weil ich mich gleich verspäte. Ja, Tino, weißt du, sei halt nicht professionell. Ich habe noch einen Termin. Hallo Leute, wir sind hier im Brennpunkt Hörerwunsch. An mir liegt es nicht, wenn die Vorgänger hier so überziehen. Das stimmt. Dann kann ich ja nichts dafür, wenn ich dann los muss. Ja, schreib halt jetzt deine Nachricht, weißt du, es ist okay, ich mache das ganz alleine. Hallo Leute, willkommen beim völlig verspäteten und unprofessionellen Hörerwunsch ohne Tino. Aber auch lange nicht gemacht. Rülpste nee, Podcast, lange, gell? Lange her, wurde ja mal wieder Zeit. Hallo Leute, wir machen heute eine Doppelfolge. Das ist was ganz Besonderes. Es wurde sich nämlich das Thema gewünscht Eigentum und es wurde sich das Thema gewünscht Geld, Finanzielles, wie man dazu steht, Kapitalismus, all das. Und diese beiden Themen sind so eng miteinander verwoben, wie meine Nase mit Schleim, dass wir das eigentlich gar nicht anders machen können, als das in einen Podcast zusammenzufassen. Natürlich kommt noch ein bisschen dazu, dass wir schon einmal Eigentum aufgenommen hatten. Ja, tatsächlich. Und dann irgendwie so ganz unglücklich hat da jemand ganz ungelenk einen Knopf gedrückt und auf einmal war diese Datei verloren für immer. Tja, wer das wohl gewesen ist, irgendein billiger Praktikant. Ich weiß es nicht. Jetzt lasse ich Tino noch mal kurz zu Wort kommen und hole mir in der Zeit meine Taschentücher, denn es kann sein, dass ich etwas sehr nasal spreche infolge dieser Doppelstunde. Ich werde mein Bestes geben. Tino hat auch Taschentücher da. Ich hole mir Instant trotzdem meine eigenen. Das sind die besten, ja. Von Tempo, sanft und frei, die lilanen. Die, oh, #Werbung. Ja, die bleiben nämlich tatsächlich schön weich und dann bekommst du auch keine rote Nase. Und noch liebe Grüße gehen raus an Anja, Sabine, Conny und Steffi, die uns ja Schokolade geschenkt haben, weil wir zu spät ins Studio durften. Das habe ich direkt durchschaut. Hallo Leute, jetzt bin ich gerade an Tinos Mikro. Das habe ich direkt durchschaut. Ne? Die sagen zu uns, ja, danke, dass ihr die Geduld hattet. Ich habe übrigens keine Taschentücher gefunden. Ich glaube jetzt deine. Nimm doch nur. Danke, dass ihr so Geduld hattet, ja. Und dann fangen die aber an, die ganze Schokolade an alle zu verteilen. Ja. Also sind wir gar nichts Besonderes. Nee, nicht wirklich. Hinterhältige Schweine. Frechheit. Und zum Thema Eigentum. Die Schokolade ist jetzt mein Eigentum. Und die Taschentücher sind dein Eigentum vorübergehend. Ja. Du kannst dir eins rausnehmen und ich werde nachher das wieder an mich nehmen. Oh, warte mal, da steht ja sowas was drin. Ja, sag ich doch. Fröhliche Weihnachten von Anja. Ach, du hast das vorgelegt. Denkst du, ich kenne die alle oder was? Das hätte mich gewundert. Ich kenne von denen gar keinen. Bei Radio-Leute kennt man eh nur uns. Ja, die kommen und gehen. Schon wieder gegenüber von mir. Die gehen hier ein und aus wie im Laufhaus. Ja, ne? Eine junge Frau. Ich kenne die gar nicht. Alle sehr freundlich bestimmt, aber ich kenne die immer alle nicht. Komisch. Jede Woche neue Leute hier, völlig außerhalb Shanghai und so. Es gibt auch diese Behindertenwerkstätten, ne? Vielleicht ist das ja ähnlich. Das kann sein. Würde es den Behinderten wünschen, dass sie auch mal hier ins Radio schnüffeln dürfen. Ja. Apropos schnüffeln. Freu dich schon mal auf den Podcast diese Woche, denn Montana Black hat gesagt, man muss Frauen auch mal an fremden Ärschen schnüffeln lassen. Mehr dazu am Ende der Woche. Sexismus. Ja, aber heute geht es ja um Eigentum und Geld. Ja, na, Frauen ist ja, da sind wir eigentlich völlig im Thema. Völlig bei im Eigentum. Thema Eigentum. Ja. Eigentum, Frauen. Das ärgert mich halt so. Wir haben so witzig schon drüber geredet, ne? Wir haben über Sexsklaven geredet. Wir haben über Sklaven allgemein geredet. So viele Gags, ja, die aber verloren sind. Du hast auf jeden Fall in diesem Podcast angekündigt, dass du mal ausführlicher über so einen Mauerschützen reden möchtest. Vielleicht passt das ja auch so ein bisschen hier rein. Ah, Mauerschütze. Ja? Weil die Bevölkerung in der DDR war ja quasi auch so ein bisschen Eigentum. Ne? Die waren eigensinnig vielleicht, irgendwas. Aber zum Thema Eigentum, was mit dem Mauerschützen? Ich weiß nicht, wie wir da hingekommen sind, aber wir schaffen diese Odyssee bestimmt nochmal irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich habe halt bei einem Dreh einen Mann kennengelernt, weil ich ja mit einer echten Waffe hantieren musste und auch schießen musste. Durfte, tut mir leid. Und dieser Mann... Second Amendment. Wir fressen Knall. Übrigens nebenbei, weil 2 Stunden hält man eure Dreckslarve im Radio nicht aus, wenn man nicht was zu essen hat. Logisch. Und dieser Mann, der ist für viele Filme verantwortlich gewesen. Auch bei der Stauffenberg-Film Operation Valkyrie. Ach so. Hat er auch schon mit Brad Pitt, ist es glaube ich, ne? Oder ist es der Tom andere? Tom Cruise, der andere, ich vertausche die immer. Er hat auch für ihn quasi Assistenz gemacht mit der Waffe und für mich auch. Okay. Wir haben uns quasi einen Assistenten geteilt, Tom Cruise und ich, kann man so sagen. Mhm. Du bist ja auch der deutsche
Der deutsche Tom Cruise. Meinte auch der Regisseur zu mir. Körperlich gesehen. Er meinte auch, die besten Schauspieler sind sehr klein und Tom Cruise wäre auch sehr klein, weil ich in einer Szene auch wieder auf so einer Kiste stehen musste, damit ich ins Bild passe. Egal. Wenn man es nur umdrehen würde und sagen würde, die besten Schauspieler sind sehr dumm, Tom Cruise ist auch sehr dumm, der ist Scientology-Anhänger. Passt vielleicht. Würdest du auch sagen, ach geil, ich wurde mit Tom Cruise verglichen. Stimmt, Waffenbesitz, darum ging es vielleicht. Weil er Waffen besitzt. Was, Tom Cruise? Nee, der Mann. Ach so. Er hieß, ich will seinen Namen nicht sagen, aber sein Vorname fing mit H an. Na, wenn der halbwegs bekannt ist für das, was er tut, oder... Eigentlich nicht. Ich will ihn auch nicht outen für seine Aussagen, die er gebracht hat. Okay, besser ist es. Aber er war sehr freundlich jedenfalls und sehr akribisch. Und er sagte zu mir, dass er sich diskriminiert fühlt als Waffenbesitzer, weil er ständig kontrolliert wird und er muss so viele Auflagen erfüllen. Bei jedem Flug, den er macht, wird er kontrolliert, ob er Waffen bei sich hat, nur weil er als Waffenbesitzer registriert ist. Und er meinte, so Leute, die Drogenjunkies sind, ja, die Cannabis rauchen, die werden nicht kontrolliert. Aha. Da habe ich dann zu ihm gesagt, naja, pass mal auf, Harald, ich sage jetzt einfach mal Harald. Harald, stimmt zwar okay. Nicht, aber Harald. Jemand, der Cannabis konsumiert und in den Flieger steigt, was macht der denn? Der schläft ein im Flug. Aber wenn du oder ein anderer Mensch, der Waffen besitzt, eine Waffe mit sich führt im Flugzeug, das könnte unter Umständen zu Terroranschlägen führen. Und das hat er nicht so richtig wahrhaben wollen. Hä, man kann doch bestimmt auch den Piloten unter Drogen setzen mit Cannabis und dann ist es auch ganz schlecht. Da musst du ja im Cockpit quasi dann das Volk rauchen. Schöne Hotbox im Cockpit, Alter, geil. Verstehe ich nicht. Jedenfalls ging es darum und er ist ein stolzer Waffenbesitzer und er sagte auch, dass er früher für die DDR quasi auch gearbeitet hat, so an der Mauer oben als Grenzoffizier. Und dass es sein Job war. Und es gab keinen Schießbefehl, meinte er auch. Vor allem nicht auf Frauen. Aber trotzdem hat er geschossen auf die Beine. Hat er nicht erzählt. Er meinte nur, der einzige Befehl, oder nicht Befehl, aber was sie machen sollten, war auf Beine schießen, wenn überhaupt. Und auch nur in die Richtung der DDR. Sie durften nicht in die Richtung der BRD schießen. Und nur nach links, rechts oder halt in die DDR rein. Wenn jemand schon geflohen wäre, dann hätte er ihn nicht nachschießen dürfen. Und auch keine. Oh, yes. Lecker. Und auch keine Frauen und Kinder. Okay. Ich würde sagen, das ist ein guter Cold Opener und wir machen mal so eine Art Übersicht über den Podcast. Wir können da ja noch weiter drauf eingehen. Übrigens ist mir gerade auch was aufgefallen, über das wir das letzte Mal noch nicht geredet haben. Nämlich dieses ganze Waffenbesitz-Ding, was ja in Amerika ganz groß ist. Das, das hast du gerade ganz gut eingeleitet. Aber wir werden dann auf jeden Fall auch wieder lustig, flockig über Sexsklaven reden. Ne? Das haben wir alles schon weg, die man auch besitzen kann. Und den Vorteil von Sklaven. Also bleibt dran, auch wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen abgeschworfen sind vom Eigentum. Das liegt einfach daran, dass wir da schon mal drüber geredet haben. Wir wollen jetzt nicht eins zu eins das nochmal so machen, würde ich sagen. Nee, könnten auch gar nicht. Also ich weiß gar nicht mehr so, was wir genau besprochen haben. Ich habe hier so Sprachnachrichten mir gesendet, an das, was ich mich erinnert habe. Kannst du mal abschicken, oder? Ich spiele die jetzt einfach mal ein, ja. Und dann schauen wir mal, ob wir anhand dessen wieder den Podcast zusammenkriegen. Gleichnis mit dem Fischer. Mord, Schütze. Ich war Sklaverei, da vielleicht gerade im Halbschlaf. Sklave. Nastera Flotte, GZ. Ja, genau, die Flotte, ja. Genau. Wenn man auf einen anderen Planeten kommen würde mit Level Cap für Geld. Unendlicher Wachstum in einem endlichen System. Dann ein Haus gemeinsam beziehen. Was will ich mit Eigentum? Vielleicht. Es ist halt 6.10 Uhr. Wer mich kennt, ist das, der weiß, dass 6.10 Uhr so gar nicht meine Zeit ist. Danke, Vergangenheits-Robin. Ja, die Flotte war ein ganz wichtiges Thema. Das hast du ja angesprochen, du würdest gerne mit all deinen Freunden zusammenziehen. Kommen wir später drauf, würde ich sagen. Also ja, wir können es anteasern. Flotte, dann haben wir darüber gesponnen, ein Haus, ja. Und dann gehen wir weiter in die Richtung. Ich würde jetzt kurz bei den Waffen bleiben, weil wir damit angefangen haben. Und das haben wir nämlich das letzte Mal noch gar nicht besprochen. Hm. Waffenbesitz. Amerika, ja. Second Amendment. Das ganz Wichtigste, was ein Amerikaner haben kann, ist eine Kalaschnikow im Keller. Bräuchtest du eine Waffe? Oder wie siehst du das? Weil du magst es ja, dich gegen rechte Politiker zur Wehr zu setzen. Ja? Hättest du da gerne für einen Notfall eine Waffe in deinem Besitz, in deinem Eigentum? Naja, eigentlich nicht. Ich finde ja, solche Waffen machen mir eher Angst. Das ist ja immer das Argument von solchen Leuten, wenn jetzt der Staat überhand, ne? Also wenn man zum Beispiel sagt, die Hongkong-Leute, die haben keine Waffen, um sich zu wehren. Mhm.
Würde es denen besser gehen oder wäre das alles besser, wenn die eine Kalaschnikow zu Hause hätten und halt ja, einfach. Die Demokratie die macht ja aus, dass sie das Waffenmonopol hat. Was aber eben auch dazu führen kann, dass man eingeschüchtert wird und dass man als mündiger Bürger sich nicht äußern darf und dass man zurückgehalten wird. Und ich hatte ja auch schon Angriffe von Neonazis, die mich angegriffen haben und die mich bedroht haben. Und da habe ich mir schon manchmal gewünscht, eine Waffe bei mir zu haben, nur um sie zu erschrecken. Also um zu sagen, wenn mich jetzt ja, ich komme aus dem Gebüsch gesprungen, nee, halt nicht. Aber wenn die mich halt packen am Hals oder wieder wie damals vor die Scheibe drücken am Zug, einfach meine Waffe zücke und sage, lass mich in Ruhe, sonst ball ich dir eine in deine Kniescheibe. Ja, aber dafür ist vielleicht. Aber ist für sowas nicht Pfefferspray und sowas da? Naja, aber selbst das, ja. Aber ich weiß nicht, wie ich das hantieren soll. Also bei einer Waffe, die halt wirklich so gefährlich ist, da würdest du doch vielleicht auch Sorgen haben müssen, dass der dir die einfach wegnimmt und dir in die Kniescheiben schießt. Ja, die Waffe soll nicht geladen sein. Ich will mir nur Angst machen. Ich will ja echt keinen erschießen. Ich will in meinem Leben niemals in die Gelegenheit kommen, in die Verlegenheit kommen, jemanden erschießen zu dürfen, zu müssen. Ich will halt keinen Menschen töten. Das ist so meine Grundethik. Das ist ja komisch, Mann. Da bin ich wie Batman. Was ist mit dir los? Ich will keinen Menschen töten. Ja. Selbst im Notfall, also klar, im Notfall, wenn er mich töten will, würde ich es auch schon auch tun. Aber ich würde eher deeskalierend wahrscheinlich wirken. Wenn er mir gerade meinen Kehlkopf eindrückt, würde ich ihm erstmal zur Vernunft bringen. Lass mal kurz an den Tisch setzen. Wir nehmen auch einen runden Tisch. Ja. Nee, also wenn er mir Kehlkopf eindrückt, würde ich dann ihn auch dann irgendwie in die Leber schießen oder ihn in ein Auge. Das ist aber oddly specific so, aber dann würde ich ihn in die Leber schießen. Ja, keine Ahnung, aber das auf jeden Fall auch. Schön aber ich will es nicht wollen. Wärst du gern Waffenbesitzer? Hättest du gern eine Kalaschnikow in deinem YouTube-Zimmer? Ich brauch's nicht. YouTube-Zimmer? Also ich glaube, dass selbst. Also es ist natürlich beschissen, ich verstehe schon die Argumentation, dass wenn man jetzt eine Revolution machen würde und da ist dann, nehmen wir das Hongkong-Beispiel weiter, so, da sind halt dann Polizisten, die einfach korrupt sind und einfach alles machen, was die Regierung will, ohne dass die, weil eigentlich sollte ja das Volk die Regierung sein, beziehungsweise die Regierung das Volk vertreten und nicht ihr eigenes Süppchen kochen. Und wenn das Volk da nicht zufrieden ist, dann gibt es eine Art Revolution oder was auch immer. Die wird dann im Keime erstickt durch Waffengewalt der Polizei zum Beispiel, ja. Die Exekutive des Staats. So, dann kannst du aber trotzdem noch alleine durch die Masse theoretisch diese Leute überrumpeln, weil wenn da irgendwie, wenn da 1 Million Leute auf dich zurennen und du bist 1000 Polizisten, da machst du halt nichts. Da kannst du klar reinschießen, aber erst spätestens, wenn du nachlädst, bist du halt Mus. So. Mhm. Dann überrennen die dich einfach. Das ist natürlich uncool, weil dann dabei auf jeden Fall eventuell mehr Leute sterben. Aber vielleicht sterben auch viel mehr Leute, wenn einfach alle Waffen haben und wie bescheuert durcheinander schießen. Mhm. Obwohl, also, ne? Es gibt diese ganzen Rednecks in Texas, die alle Waffen haben, das heißt ja nicht automatisch, dass sie super gute Strategen, super gute Schützen, super gute alles sind. Mhm. Wenn da plötzlich wirklich so ein Bürgerkrieg anfängt und vielleicht steuern wir auf sowas hinzu, wenn jetzt wirklich da mit Trump irgendwas passieren sollte, dann schießen die einfach quer überall hin so. Und ich glaube, da gibt es viel mehr Tote, als es nötig wäre. Und wie viele sind denn nötig? Nein, um eine korrupte oder eine völlig kaputte Regierung zu stürzen. Wir hatten auch wenn einfach alle in die Regierung rein, also über die Polizeigewalt, was weiß ich, ja, wenn du einfach den Reichstag stürmst, so. Du kannst ja dir trotzdem Mistgabel und so mitnehmen. Und es ist Panzer, ja auch der Sinn einer Revolution, dass halt auch Blut fließt. Ich habe ja mit Harald gesprochen darüber, den Film Harald, über Bundeswehr, Armee, die Sinnhaftigkeit. Und da habe ich dann gesagt, es ist auch eigentlich voll traurig, dass man mit Waffen diskutieren muss, ja, dass man mit Waffengewalt seinen Standpunkt durchbringen muss und dass man keine Argumente findet. Da meinte er zu mir, stopp, auch Waffen sind Argumente. Und, oh Gott, und er meinte dann, aber stell dir doch mal vor, Tino, du willst Öl aus dem Land haben oder du willst Land für dich beanspruchen und du kommst halt mit einer Armee. Da trauen sie sich schon mal weniger, mit dir zu diskutieren. Toll. Was seine Argumentation. Die habe ich verstanden, aber ich fand es dumm. Ich finde es halt blöd. Aber das ist ja auch kein Argument. Also die Definition von Argument ist bei ihm ja völlig falsch. Naja, ich habe eine Armee, ist doch kein Argument für mich. Es ist kein sachliches Argument, es ist nicht sachlich, aber es ist ein Argument. Das verstehe ich. Nee, es ist ein Pressure, es ist ein Druckmittel, das meine ich. Wenn ich jetzt aber sage, aber es ist kein Argument. Gib mir ein Gummibärchen, sonst schieße ich dir in die Kniescheibe. Das ist kein Argument. Das ist auch ein Argument. Das ist kein Argument. Doch, wenn du fragst, warum soll ich dir ein Gummibärchen geben, müsste ich dann sagen, weil ich eine Waffe habe. Okay. Ich muss ja nicht schießen. Doch, ich verstehe schon den Grundgedanken, ja, warum eine Waffe ein Argument ist. Aber es ist halt für mich kein Argument, es ist halt nicht sachlich. Also ich meine sachliche Argumente. Und ich verstehe auch die Notwendigkeit einer Bundeswehr, einer Armee.
Das verstehe ich schon irgendwie. Ja, wenn wir jetzt keine Armee mehr, keine Bundeswehr hätten, dann wird wahrscheinlich irgendwelche Länder kommen, fiktive Länder wie Russland, Ukraine, keine Ahnung, auch USA, würden uns dann überfallen und das Land einnehmen. Und so gesehen ist eine Bundeswehr, eine Armee schon etwas Wichtiges, um halt mitzuspielen. Und du kannst aber auch nicht alle zwingen abzurüsten, weißt du? Das ist halt so ein Teufelskreis. Klar kannst du anfangen und sagen, wir rüsten zuerst ab, wir Deutschen, wir sind die Guten und wir fangen an und ihr macht auch weniger Waffen so. Aber das machen die halt nicht, die anderen. Zumindest nicht so Nordkorea und solche. Die wollen ja noch mehr Waffen haben. Weißt du, man muss halt bei dem Ganzen ja auch dazu sagen, es ist ja gar nicht so, dass es gar nicht so ist wie in Amerika. Also man darf ja in Deutschland auch Waffen haben. Ja, ich kenne ja auch Leute, Harald auch. Du musst dann halt so Sachen wie, du darfst sie nicht am gleichen Ort mit der Munition lagern, musst sie, glaube ich, in verschiedenen Safes oder so aufbewahren und so. Auch der Transport war sehr spannend. Er meinte, du musst die Waffe, darfst du nicht unter 3 Zügen quasi aus der Tasche rausholen. Du musst quasi die Waffe erstmal sichern. Du musst sie in so einen Koffer packen, den zumachen, nochmal umwickeln und noch ein Schloss dran machen, dass du halt lange brauchst, um die rauszuholen. Du darfst halt nicht einfach die Waffe im Rucksack haben und rausholen. Okay. Du musst sicher verwahrt sein, aber es bringt ja auch nicht viel, wenn du jetzt so ein Amokläufer bist, wie jetzt in Halle zum Beispiel oder in Christchurch, da hätte die auch in Ruhe aus seinem Auto rausholen können und ist dann einfach in die Synagoge oder da war es die Moschee reingestürmt. Ich finde, Halle passt eigentlich besser, weil der hat sich ja selber Waffen gebaut. Mhm. Also, was ich in Amerika halt das Schlimmste finde, ist, es gibt ja dieses Klischee von, die hängen alle im Walmart und so, ne? Mhm. Hängen da rum wie Videospiele. Beziehungsweise, das war eine News dieses Jahr, irgendwie vor 1-2 Monaten, dass aufgrund von irgendeinem Shooting wurden dann Videospiele besser verwahrt als Waffen. Ich weiß nicht genau, was es war. Es ist wirklich jetzt Halbwissen, aber das eigentliche Ding ist ja, dass die Tests, wer Waffen haben darf, einfach viel zu lasch sind, ja. Weil Leute, die einfach dumm sind oder mentale Probleme haben, sollten vielleicht keine Waffe führen dürfen. Im Gegenstück dazu ist es aber auch so, dass in der Schweiz die Waffengesetze auch sehr niedrig sind und da gibt es kaum Shootings. Hm. Die Schweizer, die, weiß nicht, ob die einfach genug kiffen oder so, keine Ahnung. Das sind ja so neutrale Leute. Vermutlich. Naja. Aber Waffen, ja. Waffenbesitz. Waffenbesitz. Ist ja nur ein Thema. Ja, nur ein Ding, was man besitzen kann. Ich fand's ganz gut, weil wir das noch nicht besprochen hatten. Hm. So, Eigentum. Tino. Ich weiß, wir hatten es schon. Aber du und Sklaven. Ja. Du hattest da ja so irgendwie so Tinder-Angebote. Und da haben wir jetzt ein bisschen drüber philosophiert und so. Ja? Würdest du einen Sklaven haben wollen würden? Rein theoretisch. Ja. So. Ja, ich habe auch schon damit gespielt mit dem Gedanken. Also zur Erklärung, ich habe halt auf Tinder und solche Geschichten von vor allem von männlichen Leuten Anfragen bekommen, auch gar nicht zu wenig, ob sie meine Sklaven sein dürfen. Also sie fragen mich, ob sie es sein dürfen. Ich will niemanden aufgrund seiner Hautfarbe abwerten und sagen, ich kaufe dich jetzt, du arbeitest für mich. Die wollten das. Das waren auch verschiedene Menschen. So haben die früher auch argumentiert, als die Schwarzen versklavt wurden, möchte ich wetten. Garantiert. Und ich hatte überlegt, weil ich dachte, ich saß gerade irgendwie da und da war, der Abwasch hat sich gestapelt und ich dachte, an sich tue ich der Person ja einen Gefallen. Und es gab auch einen, der wollte mein Fußhocker sein. Ich sollte meine Füße auf ihn ablagern, während ich meine Bachelorarbeit schreibe. Schön. Und es ist ja an sich nicht schlimm. Wenn es ihm Spaß macht, okay, ein anderer hat zu mir gesagt, er macht für mich alles, also auch sexuell, aber vor allem will er auch mein Bad putzen, Küche putzen, abwaschen, einkaufen gehen. Und er hört so oft auf mich oder so lange auf mich, solange er an meinen Füßen riechen darf. Okay. Quasi sein Akku. Er riecht an meinen Füßen für 10 Minuten, dann hört er auf mich für eine Stunde. Egal, was ich zu ihm sage. Er kann sich auch ausziehen und ich kann ihn erniedrigen und anspucken und so. Er will das alles. Und ein Dritter, das fand ich ja ganz spannend, das hätte ich auch fast gemacht, der meinte nämlich zu mir, ich soll ihn abzocken, finanziell. Okay. Auch er wollte zu mir kommen, nach Hause, und wollte halt abwaschen und putzen den Boden, mit einer Zahnbürste auch, egal was. Ganz erniedrigend. Und dann soll er mich noch bezahlen dafür. Okay. Ich dachte, Jackpot. Aber es war mir so unseriös. Also er wirkte auch ein bisschen komisch. Und das hatte ich Angst. Das ist auch so, dass dieses,
die Leute ins Haus holen, ist da ein bisschen strange auf jeden Fall. Und das Fall. Ist immer wieder sexistisch, weil ich auch gesagt habe, wenn mir das eine Frau anbietet, ja, mhm. auch bei so Sex-Dates, ja, oder so One-Night-Stands und du lädst die Leute zu dir ein, habe ich bei Frauen weniger Angst, sie zu mir zu lassen in meine Wohnung, als wenn ich einen Mann mit zu mir nach Hause nehme. Es ist komisch, aber es ist irgendwie so, weil die stärker sind als ich. Frauen auch meistens, aber... Es ist sexistisch, Tino. Es ist auch. Wie stehst du denn zu Sklaven? Oder ist Franz dein Sklave? Auch, nee. Also wenn Franz Sklave ist, Franz ist der schlechteste Sklave aller Zeiten. Er hat heute wieder das Bad nicht gemacht. Nee, gestern, heute ist ja schon Dienstag. Eieiei. Nee, was ich sagen wollte. Also diese ganze sexuelle Komponente, erst recht, weil es ein Typ ist, finde ich ganz strange. Mhm. Aber also das kann ja jetzt keiner bestreiten, dass es grundsätzlich eigentlich erstmal geil ist, wenn du so einen Typen oder wen auch immer hast, eine Person, die einfach deinen Scheiß macht und du musst das nicht machen. Hm. Das ist ja dann eher Dienstperson. Dienstperson, ja. So. Es stimmt, ja. Ja. Nur, dass du die halt nicht bezahlen musst, noch geiler. Sie bezahlen dich nicht. Vielleicht noch. Du musstest den Sklaven damals auch füttern wahrscheinlich. Das ist ja ein bisschen... Füttern, gute Frage. Wenn, hat ich, er sich wenn, selbst ich, wenn ich ihn gezwungen hätte... ja, hol dein eigenes Essen. Das haben wir nicht besprochen. Wir haben auch nicht so viel geschrieben. So perpetuum mobile, ja, das hält sich selbst am Leben. Das ist richtig gut. Oh, ich weiß nicht, keine Ahnung, das haben wir nicht besprochen. Das war mir halt nicht geheuer, wie gesagt. Aber er schreibt mich immer noch angelegentlich. Was ist die Definition von einem Sklaven? Er macht halt Arbeit für dich, ohne dass er dafür bezahlt wird. Ja, das ist halt Versklavung. Klar, dass du ihn ausnutzt. Dass er für du dich darfst, körperlich arbeitet. Du kannst arbeitet. Ihm alle Befehle geben. So. Und der macht das. Aber es kann auch, kann es Grenzen haben? Ich weiß es nicht. Wie ist denn das mit den Menschenrechten bei Sklaverei? Wir können mal jemanden von Amnesty einladen, ja. Wie man denn artgerecht und einen Sklaven halten darf. Das klingt wie ein guter Anruf, den ich mal tätigen kann in einem Stream. Wie ist denn das? Wenn ich jetzt einen Menschen versklave, auf was muss ich da alles achten? Mindest nicht Lohn und so. Doch, ist was gut. Er mir zahlen muss. Ja. Naja, also grundsätzlich da jemanden haben, der einen Shit macht, habe ich eigentlich nichts dagegen. Hm. Aber dann kommt natürlich diese menschliche Komponente dazu, wo du ja sagst, okay, das kannst du jetzt natürlich keinem antun. Aber sie wollen es ja. In deinem Fall wollen sie es ja. Also die Sklaven, die Sklaven, von denen wir jetzt reden, ja, zum Beispiel Afroamerikaner in noch vor. Aber das ist ja keine Diskussion. Vor ja? 100 Jahren in Amerika, die wollten es ja nicht. Nee, die wollten es nicht. Nee. So. Ich glaube nicht. Vereinzelt. Deswegen meine ich ja, das, was du da an Angeboten hast von diesen Leuten, das ist ja dann nicht wirklich Sklaverei, wenn die es freiwillig machen. Streng genommen nicht. Und du besitzt sie ja auch nicht wirklich, weil sie ja jederzeit sagen können, ja, okay, ich swipe jetzt mal doch nach links. Das ist eben eine Art Simulation vielleicht. Okay. Das ist ja wie diese Windelfetische oder diese Hundefetische, diese Hundemasken aufhaben und solche komischen Pfoten. Die stehen, Furries oder was? Furries, die stehen drauf, sich wie Hunde zu fühlen oder auch wie Babys zu fühlen, wenn sie in Windeln machen. Die simulieren ja eine Wirklichkeit. Das ist auch eine spannende Diskussion, eine spannende Frage. Also, würdest du mitgehen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen off-topic, aber weil ich es gerade habe, würdest du mitgehen, dass ab einem bestimmten Punkt, dass es so eine fließende Grenze gibt zwischen sexuellem Fetisch und mentaler Krankheit? Ab welchem Punkt? Weißt du, also da muss es ja, an irgendeinem Punkt muss es doch, wo man doch sagt so, hey, also jetzt... Tiere vergewaltigen zum Beispiel ist jetzt nicht so geil. Das kann man jetzt nicht nur mit einfachem sexuellen Fetisch. Da ist vielleicht schon ein mentales Problem bei dir. Ja, ich glaube, du hast überall diese Auswüchse. Du kannst alles ins Extreme ziehen, bis es halt krankhaft wird. Das ist ja auch mit Essverhalten so. Wenn du am Tag so eine Tüte Haribo isst, von mir aus, aber wenn du halt am Tag irgendwie 20 Haribo-Tüten isst und 10 Pringles-Dosen, dann bist du ja auch irgendwie krank im Kopf. Da hast du ja auch eine Krankheit, Essstörungen und was weiß ich, was wahnsinnig. Und so ist es mit sexuellem Verhalten auch. Es gibt sehr viel, was normal ist, ja, dass du gewöhnlichen Sex hast. Dann fangst du die Fetische irgendwann an. Und irgendwann kann man sagen, wird es krankhaft. Wenn du, ja... Da geht es aber nicht unbedingt um die Menge oder so, sondern die Art, also, ne? Zum Beispiel sich anpissen lassen. Von ja, mir aus, lass dich anpissen. Ja. Das ist ja noch normal, relativ. So, aber wenn man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ich stehe drauf, Blut über mich zu ergießen oder sowas. Echtes Blut, meinst du, von echten Menschen? Zum Beispiel, da würde man jetzt sagen, okay, also nicht, dass ich jetzt das intolerant sehen möchte, aber vielleicht würde man meinen, okay, das ist vielleicht eine Sache,
da könnte man eventuell mal überlegen, tiefer zu graben, ob da vielleicht ein Problem irgendwo noch ist, das man vielleicht beheben sollte, so weiß ich. Ich habe auch neulich gesehen bei Leroy, da war ein Pädophiler zu Gast und der sagte, dass 50% der pädophilen Männer oder überhaupt Menschen selber als Kind missbraucht worden sind. Und da kann schon so eine Kausalkette sein, dass du als Kind ein Trauma erlebt hast oder auch als Jugendlicher oder Erwachsener und daraufhin eine sexuelle Störung oder eine Störung überhaupt entstehen kann. Hm. Ist halt eine hohe Zahl. 50% der Pädophilen wurden als Kinder selber vergewaltigt. Das ist schon relativ hoch. Spannendes Thema. Ich bin nur drauf gekommen, weil du kurz Furries angesprochen hast. Nichts gegen Furries, es wenn passt du sagst, Thema, weil ich möchte mich fühlen wie ein Hund. Es ist okay, ich kenne auch einen, der das gerne hat. Es ist ja es passt zum Thema, weil man ja auch einen Fetisch besitzen kann, ein Eigentum. Stimmt. Kann man sich ja, also Furries schreiben sich das ja sogar relativ groß auf die Fahne. Ja, ja, auch bei den CSDs laufen die auch alle immer so rum. Wobei ich jetzt auch nicht sagen will, dass das, oder weiß ich nicht. Ist das für die alle auch gleich irgendwie mit einer sexuellen Sache verbunden? Wahrscheinlich nicht. Ich kenne mich da nicht so aus, sorry. Nee, aber auch bei den Sklaven nicht. Also ich habe da auch mit einem geschrieben, den ich ganz attraktiv fand, optisch. Der war auch noch, also war auch in meinem Alter und sah normal aus. Also er sah aus wie so ein normaler Proll. Also wie so ein Typ einfach, der hat also Jogginghosen, trägt halt gerne blonde Haare, so leicht angemuskelt, ja, so ein gut aussehender junger Mann quasi. Und ich fand ihn ganz, ganz heiß und dachte, okay, wenn es dazu kommen sollte, dass ich dich versklaven soll, ja. ist da auch was Sexuelles drin? Und er meinte eher so, nö. Okay. Das geht für ihn gar nicht. Er will maximal... Was bist du für ein beschissener Sklave, würde ich sagen. Er würde maximal nackt meine Wohnung putzen. Okay. Das war so seine Grenze. Ach, das hat dann keine sexuelle Note. Bei ihm, für Note. Ihn gar nichts. Da war es auch für mich erledigt. Aber... Aber weißt du, was ich meine? Dann mach ich meinen Aufwasch doch lieber selber. Also es ist nicht immer was Sexuelles. Kann sein, dass es sich daran erregt, nachts sich zu Hause einwedelt. Das kann auch sein. Also da gibt es ja alle vor mir. Können ja auch mal einen Special-Podcast machen über sexuelle Vorlieben. Da habe ich so viel zu erzählen, ja, was ich gehört habe und erlebt habe. Also ich habe gerade überlegt, um da noch ein bisschen mehr am Thema zu bleiben. Es würde, wenn man jetzt in seinem Eigentum einen Roboter wählen würde, der zum Beispiel genau das ist, ein Sklave, der alles für dich macht, der muss jetzt auch vielleicht nicht zu menschlich sein, dass man diese Komponente nicht hat, dass man dann doch sagt, ach, nicht der Arme, der quält sich so. Aber ein Roboter, der dir jederzeit jeden Wunsch erfüllt, müssen wir mal von dieser sexuellen Schiene jetzt mal ein bisschen weg oder was auch immer, ist scheißegal. Von mir aus auch völlig egal. Aber der macht halt alles, was du willst. Und da wird er doch keiner Nein sagen, oder? Nee. Also, du kannst ja dann trotzdem freiwillig noch sagen, okay, heute will ich mal die Wohnung selber putzen, kannst du ja trotzdem machen. Mhm. Ja, ist ja nicht so. Klar, Roboter kann man dann versklaven, das ist ja, also kann man ja nicht, weil Roboter werden ja dafür programmiert und gebaut so. Und die haben keine Gefühle, die bereuen das nicht hinterher. Da würde ja keiner Nein sagen. Also kann auch mir keiner sagen, dass es nicht irgendwie geil wäre, wenn du einen Menschen hättest, der dir allen Scheiß macht. Wenn nicht halt diese Komponente wäre, dass du sagst, okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein. Das macht's halt aus, ja, dass Menschen eine Moral haben und auch mal keinen Bock haben vielleicht und nicht wollen. Das ist der Fehler in diesem System, die Moral. Das ist auch der Fehler am Kapitalismus. Mist. Es gibt auch Millionen, also nicht Millionen, aber viele Filme und Bücher, die sich darum drehen, dass Menschen extra geklont werden oder rangezüchtet werden, um versklavt zu werden, die aber manipuliert sind, dass sie keine Gefühle haben und das auch nicht schlimm finden, versklavt zu werden. Ja. Oder bei Harry Potter, diese Elfen. Aha. Die auch versklavt werden, aber das irgendwie auch gerne machen, weil das ihre Natur ist. So, die wollen versklavt werden und fühlen sich beleidigt, wenn du ihnen was schenkst und ihnen freigibst. Also da kann man ganz viele moralische Spiele machen. Okay. Aber wenn es um Gefühl geht und wenn es darum geht, das ist eine Person, die Gefühle hat und eine Moral und auch selber Wünsche und Träume und Hoffnungen hat, dann will ich dir nicht versklaven, wenn sie es nicht möchte. Ah, shit. Egal ob schwarz oder weiß oder gelb. Ich habe den Kapitalismus angesprochen, aber ich würde sagen, wir gehen da mehr in der zweiten Stunde drauf ein. So. Auch, ja. Dann wird es vielleicht ein bisschen theoretischer oder so. Mhm. Wir haben ja auch im letzten Versuch, diesen Podcast aufzunehmen, das Ersitzen angesprochen. Ja, genau, dass man Sachen übernimmt. Genau, das ist die Sache, die ich mir aus der Schule am meisten gemerkt habe, weil es hier zu meinem großen Vorteil sein kann. Wenn man Dinge geliehen bekommt. Und es reicht nicht, sie anzulecken und zu sagen, nein. Es reicht leider nicht, sie anzulecken. Aber wenn man Dinge bekommt,
Freiwillig leider, also Diebstahl zählt da leider nicht drunter. Das ist ein bisschen mein Problem, was ich mit dem Ersitzen habe, weil sonst hätte ich viele Dinge ersitzen können. Egal. Wenn dir der eine Person, der es freiwillig gibt, und dann, ich glaube, 10 Jahre ist so die Dings, also ist wahrscheinlich von Gegenstand zu Gegenstand auch unterschiedlich oder so, habe ich jetzt nicht nochmal nachgeschaut. Der Diebstahl verjährt ja auch, also wenn du was klaust. Genau, aber ist, ja. Nach einer gewissen Zeit, die in dieser Zeit darf auch die Person nicht nachgefragt haben, hey, was ist denn mit meinem Gegenstand, dann gehört er tatsächlich offiziell dir. Dann ist dieser Gegenstand aus deinem Besitz in dein Eigentum gewandert und offiziell gehört er dir. Das ist doch geil. Finde ich fast überraschend. Ich hätte gedacht, dass die Deutschen sich sowas einfallen lassen, von wegen, du musst ihn nochmal fragen, weißt du? Dass es erst deins ist, wenn du fragst. Naja, der Gesetzgeber geht dann vielleicht davon aus, dass wenn die Person 10 Jahre lang nicht nachfragt, dass es dann auch nicht wichtig ist für die Person, oder weißt also, du? Also, welchen Gesetzesschreiber, ja, dann hätte ich das nicht so gemacht. Ich hätte gesagt, das gehört so lange der Person, der es ursprünglich gehört hat, bis sie dir gesagt hat, deine. Ja. Aber es ist okay, ersetzen. Ich will nicht gegen das Gesetz sprechen, ich bin ja ein braver, mündiger Bürger, deswegen finde ich das in Ordnung. Hast du denn schon mal Sachen erstanden auf die Weise? Ja, also einige Spiele sind bestimmt auf diese Art und Weise in meinem Besitz, in meinem Eigentum gelandet. Aber mehr oder weniger, ohne dass ich das wollte, das habe ich jetzt nicht gezielt, weil eigentlich finde ich das ungeil. Ich habe auch gerade auf jeden Fall wesentlich mehr Spiele von mir an andere Leute verliehen, als dass ich es von anderen bei mir zu Hause habe. Also vielleicht ersitzen Leute gerade Gegenstände von mir, während ich es gar nicht mehr weiß. Aber sonst, es ist eine schöne Sache. Das kann man eigentlich strategisch ausnutzen, oder? Wenn du einfach jeden Tag ganz viele Leute fragst, ey, kannst du mir mal das leihen? Ich habe das damals mit Yu-Gi-Oh!-Karten noch. Bevor Magic groß war, irgendwie Yu-Gi-Oh! War so 6. Magic ist Klasse. Ja riesengroß. Ja, hallo, Magic ist groß, geil und schön. Ich kenn's nur durch dich. Magic ist wirklich groß, das ist das älteste und beste, ist egal. So. Skat ist, glaube ich, bekannter. 6. Klasse Yu-Gi-Oh!, ja. Ich hatte keine Yu-Gi-Oh!-Karten. Yu-Gi-Oh! Kennst du aber, oder? Na klar, so. Hatte ich auch. So, ich hatte keine Karten, hab dann am Anfang gesagt, ey, hat vielleicht irgendjemand von euch Karten, die ihr mir einfach schenken könnt? Und hab dann so 5 Karten bekommen. Und hab die dann immer wieder getauscht, so, ich geb dir die eine, du gibst mir die 2. Ich geb dir die eine, du gibst mir vielleicht die 3. Komm, die brauchst du doch nicht mehr so. Und so wurde meine Sammlung immer größer. Und ich hab nicht einmal irgendwie Geld ausgegeben dafür. Das war richtig geil. Nice. Das war geil. So. Ich hatte ein traumatisches Erlebnis in der Grundschule. Und zwar wollte ich unbedingt eine Yu-Gi-Oh!-Karte haben. Es war noch in der Grundschule, 4., 3. Klasse. Und wie hieß die denn? Wie Timekeeper. Das war so eine Uhr, der hatte halt aus den Zeigern so ein Schnauzbart. Das fand ich halt so lustig. Und da wollte ich die Karte unbedingt haben. Er hatte an dem Tag eine Pringles-Dose bei mir. Und das war mein Schulfrühstück. Nein, war es nicht. Und dann meinte Sebastian zu mir, dass ich die Karte haben könnte von ihm, wenn er einmal kurz meine Pringles-Dose reingreifen darf. Und ich als süßer Tino, ja klar, cool, mach das. Und er holt echt fast... weiß nicht, 80% der Pringles-Dose raus, irgendwie mit seinen dicken, fetten, langen Arm und sagt so, hier hast du die Karte. Und ich als kleiner People so, oh, meine Pringles. Also, ich weiß ja nicht, vielleicht ist die Karte mittlerweile so viel wert wie 10 Pringles-Dosen. War ein Scheißtausch. In dem Moment auf jeden Fall. Ja, aber ich habe sie, ich weiß gar nicht mehr, ob ich noch die Karten habe. Ich habe gerade übrigens eine Idee gehabt für ein neues Video. Ah ja. Man fängt an, mit irgendeiner Scheiße, das hier zum Beispiel, ein Stück Schokolade und tauscht das gegen was. Das ist doch nichts Neues, immer ein bisschen was Größeres ja, tauschen. Ja, aber gibt es das als Video? Bis du ein Haus hast. Dein Haus wird wahrscheinlich nicht bei oben. Aber es gab der hat mit einer roten Büroklammer angefangen, hat sich irgendwie 20 Mal hochgetauscht, bist du in einem eigenen Haus. Das ist doch Quatsch. Doch, ist passiert, google nach. Ja, gibt wie? Es? Aber was? Ja, erst aber da muss er ja irgendwelche dummen Leute getroffen haben, du. Nee, also es fing erst ganz seriös an, irgendwie, dass er echt das getauscht hat. Dann wurden Medien darauf aufmerksam, dass er halt ein Haus haben will. Also ist dann mehr so diese Kunstaktion draus geworden. Naja, es war dann so eine soziale Komponente, die mitgespielt hat, ja. Und dann hat irgendwer seine... So eine Kiss-Figur, ja, von dieser Band Kiss, hat dann auch irgendwas eingetauscht, was viel Geld wert ist, hat dann das gegen ein Auto getauscht und so weiter. Das war dann mit viel Medieninteresse. Naja, dann, aber wenn ich ein Video drum mache, gibt es da auch ein Medieninteresse. Mach's gerne. Ich bin gespannt. Fang mit einer CD an oder so. Oder mit was liegt weiß ich. Ja, also vielleicht liegt hier irgendwo zufällig gerade eine. Hier liegen sogar 2. Und auf beiden ist die gleiche Band drauf. Ich bin überrascht. Ja,
Das nur als Idee. Sklaven haben wir jetzt so ein bisschen abgearbeitet. Finden wir eigentlich geil, aber eigentlich leider nicht, weil Mist. Menschen. Nicht so richtig, da spielt die Moral mit. Mist. Ich denke nochmal drüber nach. Es werden noch einige Angebote kommen von Sklaven. Ich sag's mal, wie es ist. Sexistisch, wie ich bin. Ja. Männer würde ich auch nicht bei mir reinlassen als Sklaven. Frauen schon eher. Und das jetzt ohne da, ne, sexuelle Komponente. Aber alleine, weil es irgendwie, weil es einfach mein sexistisches Weltbild stärkt. Ja. Das ist ein guter Grund. Nein, ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie, ja, ist das sexistisch? Es ist nicht mal dieser. Technisch gesehen, ja. Es ist technisch gesehen, technically. Doch, es gibt auch technischen Rassismus. Und zwar, wenn du für ein Werbeplakat einen schwarzen Mann suchst, ja, dann ist es technisch gesehen rassistisch. Natürlich wertest du niemanden ab. Aber du willst gerade für diese Rolle in dem Film oder auf dem Werbeplakat, willst du halt einen Schwarzen einfach haben, um was für sich zu zeigen. Dann ist es technisch gesehen rassistisch, weil ich mich als weiße Frau dort nicht bewerben könnte. Hm. Also technisch gesehen ja. Aber eigentlich ist es nicht schlimm. Ja, ich weiß nicht. Ich finde das halt doch irgendwie unsexy Typen für mich so. Aber vielleicht bin ich jetzt auch voreingenommen, weil du halt von irgendwelchen nackten Leuten, die dir deine Wohnung sauber. Ich will halt keinen nackten Mann bei mir in der Wohnung haben. Die können auch angezogen sein. Ja. Wenn er angezogen ist, hat eine, weiß ich, ein Jumpsuit an und macht für dich die Küche sauber und das Bad. Bringt den Müll runter, haut Franz eine rein, wenn er nicht putzt. Ich glaube, selbst wenn du das, also ja, okay, so schlecht, ich wollte jetzt eigentlich argumentieren, wenn du das dann hast, ist es dann gar nicht mehr so geil. Du stellst dir das halt so geil vor, so macht alles für dich. Naja, du wächst mit deinen Aufgaben, sagt man ja. Ja, wenn du eine Sache hast, dann willst du noch mehr haben. Ja. Hast du eine Million, willst du eine Milliarde haben, vermutlich. Ja, aber dann kam mir halt der Gedanke, okay, diese Leute, die halt, die Amerikaner zum Beispiel, die Sklaven hatten noch vor nicht allzu langer Zeit. Gar nicht so geil. Ja, so, oh nee, oh, jetzt muss ich wieder nicht aufstehen, um das zu machen. Das macht hier mein Jerome für mich. Ist doch langweilig. Das ist ja auch, das ist so unangenehm. Also ich glaube, so ist es nicht gewesen. Die eigentlichen Opfer waren die Weißen, glaube ich. Ja. Die eigentlichen Opfer der Sklaverei. Aber da habe ich neulich was richtig Witziges gelesen. Hatte ich dir das geschickt? Ich glaube, das hat dich Robert geschickt. Fuck, wie war denn das? Also dadurch, dass in Amerika die Sklaverei so war, oh fuck, dadurch sind die in Afrika jetzt irgendwie scheiße. Was? Na warte, oh fuck, Gott. Wenn du irgendwas sind längeres erzählst. Die sind eingebildet in Afrika, oder wie? Die ist neidisch. Oh Mann, nee, das war richtig gut. Also nein, im Grunde sind die Leute dadurch, dass sie jetzt diesen Umweg gemacht haben über Amerika, fuck man, das war so gut. Es war so ein bisschen unmoralisch, aber es war richtig gut formuliert. Mann, also die Sklaven wurden ja letztendlich befreit. Ja. So, und das ist nur passiert, weil in Amerika die versklavt wurden. So ungefähr. Ich weiß es gerade leider nicht mehr genau. Scheiße, ey, das finde ich jetzt bestimmt nicht. Also meinst du auch in Afrika, die wurden freigelassen, meinst du, durch Amerika? So ungefähr, aber... Oder meinst du, um die Sklaven, ja, ja. Sklaven zu befreien, müssen die erstmal versklavt werden? Hier, ich habe es falsch gesagt. US Blacks, also schwarze US-Amerikaner, haben hohe Privilegien im Vergleich zu schwarzen Afrikanern dank der amerikanischen Sklaverei. Das fand ich sehr interessant. Du meinst, wenn es die nie gegeben hätte, wären Schwarze immer noch unterdrückt, meinst du? Naja, also den Schwarzen in Amerika geht es ja jetzt viel besser als den Afrikanern in Afrika. Ja. Und das dank der amerikanischen Sklaverei. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, es ist highly, highly immoral, was ich hier sage, aber ich fand den Gedanken sehr interessant. Bei Homosexuellen geht es ja auch inzwischen besser als damals zur Sklaverei. Die wurden nicht versklavt, aber die waren ja noch, die durften ja nicht offen schwul sein. Und denen geht es auch heute gut, aber denen in Afrika nicht, den Schwulen. Die werden ja immer noch gehauen und getötet. Nee, das habe ich am Anfang falsch gesagt. Hier steht nirgends, dass den Afrikanern in Afrika richtig gut geht. Das steht ja nicht. Ja, ja, ich weiß. Hier steht nur den US-Afrika, wisst schon, den Afroamerikanern geht es gut. Ja, aber es ist wegen der Sklaverei in Afrika relativ zu den Afrikanern. Ja, ich verstehe es, aber ich find's albern. Okay. Ich glaub's nicht. Ja, es ist ja mehr so ein, es ist ja mehr, es ist nicht, es ist mehr so ein Gag, aber nicht, also. Egal, Sexismus. In jedem Spaß steckt auch ein bisschen Wahrheit.
Genau. So ungefähr. Aber kommen wir mal zum Thema Minimalismus. Ja. Tiny Houses und ganz wenig. Das haben wir gar nicht besprochen jetzt. Nee, mal, aber ganz wenig besitzen, ja? Ja. Das finde ich auch nochmal spannend. Ja, lass doch mal jetzt hier. Wir sind jetzt 40 Minuten drin. Lass jetzt nochmal die grundlegende Frage stellen. Wie stehen wir denn zu Eigentum? Ja. Also darauf wollte ich gerade nicht hinaus mit Minimalismus, aber du hast recht. Naja, also das ist meine, ich habe meine schon vorweggenommen mit deiner Antwort. Ja, aber es gibt ja auch diese, auch aus der linken Ecke, so dieses Credo, dass Besitz Diebstahl ist. Okay. Dass ja eigentlich allen alles gehören sollte. Kommunismus! Bitte? Kommunismus! Genau, Kommunismus, genau. und das verstehe ich auch auf der einen Seite. Ja, warum gehört jetzt dieses Haus, oder das Grundstück der Person. Du kannst ja eigentlich ein Grundstück nicht besitzen. Außer du hast ja irgendwann mal gesagt, meins. In dem Zuge wäre es natürlich interessant zu hinterfragen, was wäre, wenn man zum Beispiel Erbschaft abschafft. Aber du hast ja das Recht nicht eigentlich. Eigentlich bist du ja auch nur ein Mensch von vielen, kommst hier auf die Erde, hast zwar nichts eine Ahnung eigentlich, was das alles hier soll, aber beanspruchst für dich diese Grenze hier. Das gehört mir. Klar, Rechte sind Menschen gemacht. Richtig. Gibt es ja in der Tierwelt gar nicht. Rechte und Pflichten gibt es eigentlich nicht. Klar, doch, es gibt auch Nester. Also Leute bauen sich Nester aus irgendwelchen kleinen Krams. Ja, aber also nicht Leute, Vögel. Und, aber deswegen hat der Vogel nicht das Recht, in Anführungsstrichen, dieses wirklich zu besitzen, theoretisch. Nee, nur weil es gebaut hat. Wir haben es halt festgelegt, ja, in den Gesetzbüchern. Hm. Irgendwann wurde mal festgelegt, ach so, nein, ich meinte die Grenzen. Innerhalb von der Tierwelt so. Ja. Da kann doch jederzeit alles hier kommen und sagen, ey, piss dich, ich will jetzt hier hin. Ja, das ist halt so ein bisschen Anarchie auch. Hm. Und ich bin gleich durch mit meinen Süßigkeiten. Willst du noch was? Eins will ich noch, danke. Also ich verstehe auf jeden Fall diesen Gedanken, dass man ja irgendwie alles teilen soll. Es ist ja auch für alle alles da. Es gibt ja für alle Menschen auf der Welt genug Ackerbau. Es gibt genug Pflanzen, die man essen kann, Früchte und auch Tiere, die man essen kann, von mir aus. Aber wir tun es nicht. Wir schmeißen lieber ein Drittel davon weg, als es abzugeben, kostenlos. Hm. Und da macht es schon Sinn zu sagen, dass man Geld abschaffen sollte und allen gehört alles. Man kann auch alles nutzen, solange man eben verantwortungsbewusst umgeht damit. Also das ist eine harte Utopie. Da sehe ich sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen schon wesentlich realistischer. Mhm. Also das ist natürlich ein schöner Gedanke, aber wie genau stellst du dir das denn vor? Na, alle besitzen alles halt, also du kannst. Alle besitzen alles, das heißt, ich stelle mir ja nicht vor. Piss jetzt da hinten ans Denkmal. Das ist dann erstmal okay, weil es ja meins. Nee. Doch, es stinkt ja trotzdem. Ich höre da jetzt raus, was Leute raushören werden, wenn du das an. Nein, die dürfen ja nicht alles machen, ihnen gehört nur alles. Naja, aber ich darf die machen trotzdem noch auf Klo. Ich werde doch wohl mein Recht nutzen dürfen, an mein Denkmal zu pissen. Das hat kein Recht dazu. Warum? Das ist doch meins. Das gehört doch allen alles. Allen gehört alles. Deswegen gehst du verantwortungsbewusst damit um. Du kannst ja nicht sagen, das gehört mir. Dann kannst du von heute auf morgen Skateboard fahren komplett streichen. Warum? Weil Skateboard fahren Gegenstände in der Stadt abnutzt. Und das ist nicht unbedingt nötig. In Anführungsstrichen ist natürlich nötig, weil Skaten der beste Sport aller Zeiten ist. Aber, ne? Ja, es schadet ja keinem. Man müsste dieses Bewusstsein. Also, man muss ein Bewusstsein schaffen dafür, zu sagen, wir tolerieren viel mehr in der Gesellschaft. Wir sagen, es ist okay, dass der Platz genutzt wird für Skater, der Platz wird genutzt für das Denkmal, es wird auch nicht angepinkelt, wir haben Klos, bitteschön. Das ist ja meins. Das übernehmen wir auch. Und wir nehmen uns trotzdem wie zivilisierte Menschen. Aber wir sagen jetzt nicht, das gehört nur mir, das darfst du nicht haben. Sondern wir sagen, oh, du hast nichts zu essen diesen Monat, hier hast du eine Banane. Da wirst du über einen Monat kommen mit, bitte. Naja, also wenn jetzt ein Bauer zum Beispiel oder eine Bauerin hat ganz viele Bananenbäume. Warum sollten die das noch machen? Warum sollte eine Putzfrau noch das vollgeputzte Klo putzen, wenn ich nicht an Denkmal sehe? Weil sie der Gesellschaft dienen. Sie tun etwas für die Gesellschaft. Mhm. Man muss ein Bewusstsein dafür schaffen, dass man etwas abgibt für die Gesellschaft. Natürlich will keiner putzen, das weiß ich auch. Aber dieses Bewusstsein schaffen dafür, zu sagen, wir brauchen trotzdem Leute, die Acker bestellen, die putzen, Menschen, die auf die Bühne gehen und unterhalten, Taxifahrer, Busfahrer. Es muss sich ja nichts ändern in der Gesellschaft. Man muss dafür sorgen, dass es Menschen gerne machen und dass sie sagen, ich leiste meinen Teil für die Gesellschaft. Ich raff erst jetzt, was das hier ist. Was ist das?
Es gab Schokolade hier. Das ist Eiskonfekt. Das ist scheiße, ne? Erstens ist es nicht so geil. Zweitens heißt es Eiskonfekt. Das hat man gefälligst im Tiefkühlfach zu lagern. Drittens, vielleicht hast du es mitbekommen, das ist irgendwie vor einem Monat oder vor 2 Monaten, gab es so eine Riesenladung, wie das irgendwie übrig war oder so. Da kam Franz auch schon mit der ganzen Scheiße hier an, weil das überall verteilt wurde. Ich weiß nicht, ob es auch abgelaufen war oder so, aber schon allein die Tatsache. Danke Anja, Sabine, Conny und Steffi. Also Schokolade, da wird jetzt nicht so viel schlecht dran, aber der Gedanke, dass er so, ja, dieses Ranzige, was diese Firma ja groß wegspeisen will, was halt ja überall in der Stadt verteilt wurde, weil alle irgendwie sich frech, das kleben die dann ihre Glückwunschkarten dran. Ich habe mich so geehrt gefühlt. Ich fresse es trotzdem. Die sind ja auch individuell bemalt, ne? Also dein Geschenk sieht anders aus als mein Geschenk zum Beispiel. Richtig Mühe gegeben. Ja, ist halt ein Strich im Endeffekt. Egal. Ja, wo waren wir? Ja, bei allen gehört alles. Allen gehört alles. Es wie zum Beispiel dieses Eiskonfekt. Das wird ja echt in der Stadt rumgereicht wie eine Hure, ich sag's dir. Ich sag ja auch nicht, dass es richtig ist, dass allen alles gehören kann. Und ich habe ja auch nicht den Plan für alles. Mhm. Aber ich sehe es prinzipiell als gut an, wenn man sagt, mehr teilt miteinander als Gesellschaft. Mhm. Was ist meine Motivation dafür? Ja, dass du auch profitierst davon. Du profitierst auch davon, von den Bananen, die verteilt werden jede Woche. Dass du dir Bananen. Aber du musst ja vorstellen, ich bin ja nicht jetzt der gutherzige Mensch, den du in mir kennst. Ich bin ja jetzt gerade ein Assi, der dieses System ausnutzt und nichts dazu beiträgt. Weil ich halt einfach keinen Bock drauf habe. Ja. Und solche Leute wird es immer geben. Klar, die gibt's auch. So, was ist da? Wie werden die aufgefangen? Was machst du mit den Leuten, die einfach vor dein Denkmal pissen? Die werden erschossen. Nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was man mit solchen Leuten macht. Das kann ich dir auch nicht sagen. Auch deswegen heißt es ja auch, wenn man schafft, alle Bewusstsein. In Knast. Es geht ja auch schon darum, die zu erziehen in die richtige Richtung. In der Schule lernen sie solche Sachen, dass man höflich ist und nett ist. Ja, natürlich. Das lernen ja alle Leute. Aber trotzdem gibt es Mörder. Weißt du, in der Schule sagt ja keiner, ey, Morden ist übrigens eine valide Option in deiner Karriere. Mach das vielleicht mal. Das sagt ja keiner. Und trotzdem gibt es Mörder. Kann ja auch sein, dass der Mensch solche Grenzen braucht. Er braucht vielleicht Grenzen und Rechte und Pflichten und Gefängnisse. Und Schusswaffen. Und Kugeln im Kopf. Vermutlich. Er braucht es vielleicht, wer weiß es schon. Es ist nur ein Gedankenanstoß. Nee, da können wir gerne in diesem kapitalistischen zweiten Teil nochmal intensiver drauf eingehen. Ich würde jetzt trotzdem nochmal ein bisschen mehr über diese coolen Sachen, die man eigentlich besitzen kann, sprechen. Weil du ja eingedeutet hast mit Minimalismus und so. Tiny Houses. Tiny House, das hatte ich auch schon erwähnt, das sage ich jetzt auch gleich nochmal. Was ist es denn, was dir jetzt persönlich als Eigentum, heute Doppelfolge gleich zweimal rülpsen. Nice. Was ist es dir, was dir wichtig ist als Eigentum? Also was brauchst du? Was ich brauche? Ja. Naja, ich brauche ein schönes Bett. Okay. Ich brauche ein Telefon, einen Computer, damit ich arbeiten kann. Mhm. Was zu essen halt, ne? Und was warm ist. Und Klamotten, damit ich gut aussehe. Okay, und da hat jetzt zum Beispiel auch nichts in Richtung großes Haus oder Wohnung oder sowas. Nee, also nicht wirklich. Ich brauche, glaube ich. Auskristallisiert. Also ich hätte schon gern ein bisschen mehr, als ich jetzt gerade habe. Eiskristallisiert. Du warst doch nie bei mir tatsächlich, aber ich war ja. Also vor meinem Haus warst du schon ein paar Mal, aber. Das Fahrrad steht hier übrigens noch. Ich muss es mal hören, weil es noch da ist. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen, aber gut. Also ich brauche jetzt nichts Riesiges, keine Villa, aber wie eine große Wohnung, Flat würde ich sagen, eine große Flotte. Wohnung. Ja, ich war Anja in Australien, ich kann gar nicht mehr Deutsch sprechen. Ja. Also schon was etwas Großes, wo ich Platz habe, wo ich mich auch ausleben kann. Also ich brauche jetzt mehr als ein 10 Quadratmeter großes Zimmer zum Beispiel. Okay. Entspricht nicht der Realität. Also, das ist halt wirklich so ein Ding, was ich gar nicht habe, was natürlich günstig ist. Also ich komme mit engen Räumlichkeiten ziemlich gut klar. Deswegen ist für mich Tiny House halt eine valide Option, alleine weil man es halt auch bewegen kann. Das habe ich auch im letzten Versuch, diese Sache aufzunehmen, schon mal ausführlich erklärt, dass die Vorstellung, dass, also ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der hat jetzt sich ein Haus gekauft in Legefeld. Und die Vorstellung davon, die ist richtig ekelhaft für mich. Ja, du bist so weit vom Schuss weg, ne? Brauchst ewig in die Stadt. Es ist Legefeld vor allem. Ja, naja. Das Ding ist ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Haus erben würde, fände ich es ja eigentlich erstmal gut, so als Rückzugspunkt, ja. Mal ausgeklammert, dass du ein Haus die ganze Zeit irgendwie instand halten musst, was du halt bei einer Wohnung weniger hast. Aber dass du erstmal keine Kosten hast, sondern quasi immer zur Not einen Ort hast, an den du zurückkommen kannst, so. Das finde ich ja ganz gut, aber irgendwie,
einen Kredit aufnehmen, das ist auch so eine Devise von mir. Ich gebe nie Geld aus, was ich nicht habe. Mhm. Ja, niemals. Auch nicht irgendwie im Voraus, ja, ich zahle das sofort zurück und so. Ja, einmal kam ich in die Situation, wo ich in meine neue Wohnung gezogen bin, in die jetzige, ja, wo ich quasi viel Geld hatte, angespart auf Patreon, weil ich die Monate das nicht ausgezahlt habe. Der Nachteil war aber, dass ich die Monate nicht ausgezahlt habe und es mir nicht direkt auszahlen konnte. Das heißt, ich hatte dieses Geld realistisch nicht. So, und irgendwie einen Tag, bevor wir da eingezogen sind, habe ich dieses Geld, also habe ich da Zugriff drauf bekommen. Das war echt hart. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist so dumm, aber es ging halt in dem Moment nicht wirklich anders. Und deswegen, also das hat nochmal verfestigt, dass ich auf keinen Fall Geld ausgeben möchte, was ich habe. Ich gebe ja sowieso so gut wie nichts aus, außer halt wirklich für Sachen, die nötig sind. Ja, aber es kann schon sinnvoll sein. Ich habe ja auch BAföG bezogen, den Spitzensatz. Und es ist auch Geld, was ich dann auch nicht habe. Ich muss halt die Hälfte zurückzahlen. Das finde ich auch so unsexy, Alter. Aber ich sehe es eher so, dass ich ja optimistisch sage, ich verdiene mal Geld irgendwie irgendwann und kann dann anfangen, das abzustottern. Ja. Und dafür musste ich halt nicht arbeiten während des Studiums. Ich habe schon ein bisschen gejobbt, aber... Ja, erstens das und zweitens, ja, aber... Also, das ist so ganz ekelhaft für mich. Ist es auch. Auch wenn ich, also ist mal ganz düster, wenn ich sterben sollte, ja, wenn ich jetzt nachher von dem Bus überfahren werde auf dem Weg nach Erfurt oder so, dann müssen meine Eltern dafür haften. Dann zahlen meine Eltern diese vielen 1.000 Euro ab. Hart. Ich habe meinen Eltern schon gesagt, ihr müsst mein Erbe abschlagen, wenn ich sterbe. Klar, so ein paar Rechte für Dinge, die auch was wert sind vielleicht, aber das wiegt sich nicht so richtig auf. Also ihr müsst dann wissen, dass ich halt viel Schulden hinterlasse durch die BAföG. Was ist, wenn die sich auch umbringen? Geht das dann an deine Oma weiter? Oder? Nee, gibt's ja nicht mehr. Aber würde das theoretisch? Ich glaube, ja, an die nächsten Verwandten. Die ganze Familie bringt sich nach und nach um, bis es beim unbeliebten Onkel hängen bleibt. Doch, wir hatten das auch mal, dass das von... wir waren gar nicht verwandt mit ihr, aber meine Großeltern hatten früher eine Pension, wo halt immer so Urlaubsgäste halt da waren. Und meine Großeltern haben sich mit vielen angefreundet, von denen. Und eine, die hieß Erna, ich kann den Vornamen ja ruhig sagen, Erna, die ist eine ältere Frau. Erna P. Keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr, wie die mit Nachnamen hieß. Das ist ein Song von den Ärzten. Ah ja, stimmt, ja. Und ich habe die nur als Kind kennengelernt. Jedenfalls hatte sie mal richtig viel Geld. Dann ist sie aber irgendwie krank geworden, hat viel Geld verloren, warum auch immer, ist dann gestorben. Weil sie in Amerika gewohnt hat. Krank geworden, viel Geld verloren. Nee, hat sie nicht. Okay, ja, ist dann gestorben. Sie ist gestorben und dann hatte sie viele, viele Schulden und ihre ganze Verwandtschaft hat ihr Erbe ausgeschlagen. Dann kamen die zu uns, weil sie wussten, dass sie bei uns geurlaubt ist, bei meinen Großeltern und dass wir mit ihr befreundet waren. Dann haben wir auch das Erbe ausschlagen müssen, weil das halt viel Schulden waren. Ja. Und irgendwann gibt es halt keinen mehr, dann erbt der Staat. Geil. Tatsächlich. Also ist so eine ganz lange Kette, wie ich es verstanden habe. Aber es kann ausgeschlagen werden. Alter, das ist ja genial. Da kannst du ja richtig dich an Leuten rächen. Wenn Leute richtig scheiße zu dir waren. Du machst Schulden, bringst dich um und sagst dann hier, der erbt meine Schulden. Oder suchst sie. Warte mal, wie funktioniert das? Da kannst du abschlagen. Was ist denn, wenn jetzt jemand richtig scheiße zu mir war? Dann gründe ich mit der Person eine Familie und alle Kinder, die daraus entstehen, töte ich dann. Und dann muss die Person das, die Kinder erben ja eh nicht, oder? Ich töte die Kinder trotzdem. Einfach aus neuen Gründen. Ja. Für okay. Die Memes. Nee, bringt nichts, er kann das ja ausschlagen alles, das ist nicht so sinnvoll. Mist. Leider. Naja gut, das funktioniert nicht. Aber wirst du erben? Weiß ich nicht, also meine Oma hat halt... Oder bist du schon rausgeschrieben aus dem Erbe? Nee, meine Oma hat ja relativ viel so, hat auch ein ganz gutes Haus und auch noch gut Rücklagen, weil sie 40 Jahre lang sehr erfolgreiche Vertreterin für Vorwerk war. Also auch sehr oft die Vertreterin des Jahres und so, da kriegt man halt auch so eine Brosche, die immer ganz viel wert ist und so bla bla. Aber also ich glaube nicht, dass ich da jetzt direkt was von sehen würde. Ich will auch gar nicht drüber nachdenken. Die Oma mag ich sehr. Ja. Das ist eine ganz nette. Aber ich glaube, das würde dann schon erstmal irgendwie zu meiner Mutter fließen. Die hat das auch verdient, von daher alles gut. Aber es ist schon nice. Ich hatte auch mal ein Mädchen, was mich verliebt war. Habe ich schon auch umgebracht, habe dann auch sehr des Studiums. Ich konnte sie nicht umbringen, sie war leider unsterblich. Mist. In mich verliebt, meine ich. Und ich fand sie aber so semi-attraktiv. Hast du ja das so gesagt? Nee, ich habe halt gesagt, dass ich kein Interesse habe. Okay. Ich habe dann erfahren, nach ein paar Wochen später, dass sie richtig krass geerbt hat.
dass Mist. Sie halt ist irgendwie ihre Tante ist gestorben und sie war irgendwie Best Friends mit ihrer Tante und die hatte richtig, richtig Kohle. Jetzt keine Millionen, aber schon nahezu. Und die war eine richtig, richtig rich Bitch. Und da dachte ich mir schon so, ach fuck, die hätte sie jetzt genommen, so, dann hätte sie profitiert, aber es hat sie nicht gelohnt. Okay. So optisch. Du bist es nicht mal wert, eine Million zu erben. Es war ja nett und es war jetzt auch nicht potthässlich, aber es war halt so, es war auch nicht sexistisch, weil ich finde auch manche Männer potthässlich. Aber ja. ich fand sie halt nicht attraktiv. Ja, also. Und da ist nichts passiert in meiner Hose, wenn ich sie gesehen habe. Das würde mich jetzt auch nicht so locken, also. Kam ja jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen rüber, weil im zweiten Teil wurde ja auch explizit gefragt, hier Geld, meine Einstellung dazu und ja, so. Aber Geld macht schon sexy ein bisschen, oder? So ein bisschen schon. Nee, es ist der Erfolg, der damit verbunden ist. Erfolg und Selbstvertrauen. Ist so. Meinst du? Guck dir mal ein paar Leute an. Die sehen eigentlich gar nicht so gut aus. Die strahlen vielleicht aus, so, dass sie was sind, aber im Grunde sind die gar nicht. Ja, aber du siehst Person so. A und denkst dir erstmal, nicht mein Typ, erfährst, die hat Kohle ohne Ende, hat ganz viele Follower, ist berühmt. Da denkst du dir, und kann vielleicht singen oder hat irgendein Talent. Da denkst du dir, der vielleicht schon. Ich glaube, es ist Fehlschluss. Die Person wird eventuell interessanter, aber sie wird nicht attraktiver dadurch. Naja, aber interessanter halt. Und du hast dann schon mehr Interesse an ihr. Aufgrund dieser oberflächlichen Tatsachen. Ja, minimal also mittelflächlich. Vielleicht. Also nicht, ist ja nicht ganz oberflächlich. Aber, der ganze Shit hat für mich, oder... Ich möchte das auch nicht und es ist gut, dass es nicht so ist, aber hat für mich halt wirklich sehr wenig Wert. So, weil ich, wie gesagt, wirklich nur ganz das Nötigste kaufe, wenn ich jetzt mal irgendwie einmal im Jahr mir ein Skateboard zum Beispiel kaufe. Da bin ich auch sehr gut dabei. Ich habe in meinem ganzen Leben 3 Skateboards überhaupt zerbrochen. Also ich brauche auch nicht so oft neue Bretter. Das ist alles sehr gut. Und ansonsten so, ne, für Nebensächlichkeiten gebe ich so gut wie kein Geld aus. Du bist ein Sparfuchs, das weiß ich. Ja, und es macht aber auch richtig Spaß, Geld zu sparen. Ja? Wenn man dann gezielt nur Sachen kauft, die runtergesetzt sind und so, wenn man mal was kauft, das ist schon alles schön. Und das, auch da, so. Da bin ich anders, ich ruiniere mich immer, weil ich so teure Sachen kaufe. Also nicht jetzt Wertsachen, aber so Essen. Ja. Dass ich halt die Tomatensoße von Alnatura kaufe. Oder, ja, oder aber im Biomarkt. Guck mal, wenn ich das wüsste, dass ich diese Soße gut finde, würde ich halt in einem Monat oder in einer Woche, wo die vielleicht zufällig mal runtergesetzt ist, halt gleich 10 kaufen. Weißt du? Das mache ich auch. Und würde über lange Sicht halt Geld sparen. So. Ja, also das ist so dieses kleine Minigame im Live, was ich habe, was mich ein bisschen glücklich macht. Immer Pfennig fuchsen. David lacht mich da immer aus. Guck doch mal darüber in den Dönerladen, ob da für deine 23 Cent ja noch so ein bisschen Fleisch unterm Tresen zusammenkratzen kann. Ja, aber im Grunde macht es halt schon Spaß. So, und ich habe jetzt auch das so geregelt, dass ich nicht ganz den allerletzten Dreck fresse. Das ist auch ganz gut. Aber auch darüber hinaus, also klar, was du sagst hier, Internet, PC und so, ist schon krass, dass Internet so Grundbedürfnis ist mittlerweile. Ist es auch geworden, aber doch. Ohne Internet, du bist halt so gefühlt abgeschottet. Das kann man natürlich gerne mal machen, bewusst irgendwie im Urlaub, Woche Handy weg und so. Aber da, wenn du es bei Bedarf nicht hast, ist halt schon echt, echt hart. Doch, du organisierst ja auch dein Leben ja über schon, ja. Das World Wide Web. Aber ich glaube, also wenn ich dieses ganze YouTube-Ding nicht machen würde, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen weniger... Da so. Das bilde ich mir auch immer ein, aber es ist dann echt so. Ich sage auch mal zu meinen Freunden, wäre ich jetzt kein Schauspieler und wäre ich jetzt nicht so ein Künstler, der in der Öffentlichkeit steht, hätte ich auch kein Instagram. Aber irgendwie denke ich manchmal dann, es ist trotzdem spannend. Also ich würde zumindest vielen Leuten auch folgen, weil ich den Content von vielen spannend finde. Aber ich würde vielleicht weniger produzieren, selber. Aber ich hätte es, glaube ich, trotzdem. Weiß ich nicht. Oder bist du auch so ein Ferienurlaub-Typ, der am liebsten einfach alles sich entfernen von solchen modernen Sachen? Nee, das ist so hardlinerisch nicht. Aber muss man auch dazu sagen, fahr in Urlaub, rotzt dafür halt auch irgendwie 20 Songs im Jahr raus. Gefühlt, weißt du? Also der hat ja halt das, was veröffentlicht ist von ihm, das ist ja nichts im Vergleich, was er sonst noch so alles geschrieben hat. Also ich glaube, das hilft schon sehr, auch wenn du irgendwie ein Buch schreiben willst oder so. Ich glaube, wenn du dabei irgendwie Internet hast, das dauert entweder ewig oder klappt gar nicht. Aber wir schweifen ein bisschen ab. Ansonsten, Besitz, wie gesagt, so ein Haus finde ich irgendwie unsexy. Wenn ich es erben würde, okay, nehme ich es gerne an. Ja. Aber mir jetzt gezielt eins kaufen, erst recht an einem Ort, an dem ich mich gefangen fühle, war. Also ich weiß nicht, wenn, das hat man auch, so eine kleine Insel irgendwo, wo du dich zurückziehen könntest, das fände ich irgendwie auch schon wieder interessanter. Würde ich jetzt nicht wirklich machen, aber fände ich interessanter als das Haus in Legefeld. Ja, so. Aber ist ja fast wie Legefeld, du bist ja auch weg vom Schuss. Ja, aber es ist halt eine geile, warme Insel.
Das, da kannst du ja hin, wenn es irgendwie. Weil auf Winter in Weimar zum Beispiel hätte ich jetzt nicht so Bock. Ach ja, so. Aber Winter auf so einer Insel dann. Mhm. Ja, dann ist auch ein paar Traum, Songs schreiben. Auch ein Traum von vielen. Sich im Winter quasi verziehen auf die Domrep oder so oder Jamaika. Alicante. Ja. Ja, was wollte ich sagen? Darüber hinaus, Tiny House wäre auf jeden Fall für mich eine Option. Ja, aber sind die transportabel oder stehen die auch fest? Das kannst du ja jeweils machen. Also, es gibt Leute, die das mal auf Rädern bauen. Du kannst ja auch theoretisch ein Tiny House quasi erstmal einfach in ein Auto reinbauen, in einen großen Transporter oder so. Mhm. Kannst du auch umbauen, habe ich auch alles schon gesehen. Ist auch so eine Sache, also da musst du schon mindestens bei 10.000 Euro sein. Das ist jetzt auch Geld, was ich nicht habe. Mhm. Aber das wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt Geld erben würde, wäre das wahrscheinlich ein Investment, was ich machen würde, weil dann hätte ich, egal was passiert so, hätte ich immer so diesen Ort, dass ich nicht auf der Straße sitze. Das ist halt so ein Ding, was nicht sein muss. Ja, ja, ja. Das noch solarbetrieben, weißt du, dass du da nicht drauf angewiesen bist. Auch diese Klos, diese Dinger, die, wo du einfach nur so ein bisschen Streu drauf machst, die sind auch ganz toll. Ich rieche sowieso nicht, egal, aber die sollen nicht mal stinken und so weiter. Alles ganz geil. Das ist eine Investition, die würde ich machen. Darüber hinaus, keine Ahnung, brauche ich nicht viel. Und ja, auch im Haus, wie gesagt, ich brauche halt in meiner Wohnung, brauche ich jetzt nicht viel Platz. Du bist ja auch kein Autofahrer zum Beispiel. Du kennst doch unser Wohnzimmer so. Das ist halt super geil. Also mich stört das nicht, dass das auch so klein ist. Auch sehr tiny, ja genau. Ja, also da haben halt auch schon 10, 15 Leute drin gesessen, mehr oder weniger. Oder gestanden und das ging halt so. Das halt geht jetzt. Tatsächlich, ja. Ja, so. Kann auch gemütlich sein. Auch Klamotten, Alter. Ich habe seit ich 12 bin oder so, habe ich die gleiche Scheiße an. Ja, du hast immer weiße Oberteile und schwarze Hosen an. Ja. Und die Schuhe hast du auch schon seit der Grundschule gefühlt wahrscheinlich. Ja, ich hatte zwischendrin auch zum Skaten mal so 7-Euro-Chucks, aber die waren dann doch ein bisschen zu krass für Skaten, weil auf dem Boden, also du hast hier unten an der Sohle keinen Schutz und das ist ein bisschen eklig. Das finde ich auch sehr beachtlich. Also ich kenne ja auch noch andere Personen, die immer nur schwarz tragen und die sagen mir eben auch, das nimmt ihnen viel Stress morgens oder auch abends, wenn sie sich Klamotten raussuchen. Sie haben immer das Gleiche und sie müssen sich keine Gedanken machen. Ich hatte auch mal so eine kurze Phase, aber ich muss sagen, ich bin dafür selber zu sprunghaft und lebe mich dafür zu gerne aus. Ich bin ja Schauspieler, wie gesagt, und ich liebe es ja, in Rollen zu schlüpfen und auch mal wer anders zu sein. Es gibt so das Tage. Mache ich ja trotzdem. Und siehst du auch an mir heute, ja. Ich finde es halt geil, mit einem weißen Pulli und einer weißen Hose rumzulaufen. Komplett weiß. Ja, finde ich geil, weil das ist nicht mein Statement, aber ich mache es einfach gerne. Ja. Und okay. Manchmal habe ich Tage, wo ich dann auch mal. Wo ich ein Hemd anziehe, ein buntes, ja, und bunte Hosen. Hemden ziehe ich auch an, schön. So, genau, und das finde ich halt, da bin ich so zu sprunghaft und ich habe ganz gerne mal T-Shirts von Bands, die ich gerne höre oder von irgendwelchen Statements drauf einfach. Und da bin ich auch nicht mehr, ich habe sehr viele T-Shirts, verschiedene, von Wrestling, von Bands, von irgendwelchen anderen Aussagen. Und das finde ich halt so geil irgendwie. Tino, ich habe es halt nicht nötig, mich mit irgendeiner Scheiße zu profilieren. Ich profiliere mich ja nicht. Ich sag nur, ich bin Fan von Frachter. Nein. Und trage die dann halt auch. Ja, das ist auch schön. Das ist auch völlig zum schön. Zum Beispiel. Ja, sage ich nichts dagegen. Für mich ist ja auch mehr so das Ding, nicht jetzt unbedingt, wie die Farbe ist. Es ist halt einfach so, erstmal, ich habe das Gefühl, in weißen T-Shirts ist man auch, man schwitzt auch viel weniger. So. Alleine, wenn ich skaten gehe. Im Sommer zumindest, ja. Im Sommer ziehst du ja viel Wärme an durch schwarze Klamotten. Es fühlt sich einfach viel besser an. Und das, also bei der Hose habe ich mich jetzt auch ein bisschen entspannt, aber ich fand es irgendwie früher immer seltsam, wenn unten heller ist als oben. Das hat irgendwie meinem ästhetischen Widerspruch, ich weiß nicht. Ah, ja, ja. Das ist irgendwie ganz komisch. Da bin ich jetzt aber auch ein bisschen entspannter. Ich habe jetzt zum Beispiel diese graue Jogginghose geschenkt bekommen. So. Geschenkte Sachen nehme ich ja auch an, so ist es nicht. Ich sage jetzt auch nicht, ich verstoße alles, was nicht schwarze Hose und weißes Oberteil ist. Es geht nur einfach darum, ich gebe halt kein Geld sinnlos für irgendeine Scheiße aus. Und für mich ist zum Beispiel Sinn, ein Kumpel früher von mir, der hatte halt 10 verschiedene Hosen von Carhartt, die im Grunde genauso aussahen wie meine, nur es waren halt Carhartt-Hosen, die dann 80 bis 160 Euro gekostet haben. Und das ist eine Sache, die mache ich nicht mit. Das ist einfach absoluter Schwachsinn. Und auch die andere Seite, ich horte auch ganz gerne Kostüme, ehemalige von mir, vom Theater oder von Filmen, oder wo ich mitgespielt habe. Und da freue ich mich, wenn du mir schreibst, Tino, hast du eine Brille? Hast du das? Dann denke ich mir, geil, ich kann da rumkramen, dann suche ich irgendwelche Sachen raus und dann freue ich mich, wenn ich es habe. So, dann denke ich mir, geil, ich könnte das wieder für irgendwas gebrauchen. So. Ja, das ich habe es vor 5 Jahren zuletzt auf der Bühne getragen, jetzt findet es wieder Anwendung bei Robin im Video. Bühne? Ach so, eine Theaterbühne. Zum Beispiel, Ach so. Theaterbühne. Ich wollte das so. Wie zum Beispiel das, was ich dir für Goethe ausgeliehen habe, zum Beispiel.
Habe ich das noch? Hast du es mitgenommen? Nee, habe ich mitgenommen. Okay, hast du auch nicht getragen im Video, aber ich habe es als Möglichkeit. Und ich habe das jetzt vor 5 Jahren getragen, als ich Johann Sebastian Bach gespielt habe, so in Hamburg und Nordhausen. Ja. So, toll. Ja, das mag ich auch, dass mit so Klamotten dann Erinnerungen auch verbunden sind und so. Ich sag nur, ne, das andere Extrem muss ich nur wenigstens auch kurz beleuchten, jetzt irgendwelche billige chinesische Kinderarbeit ausbeuten mit 1-Euro-T-Shirts, muss jetzt auch nicht sein, ja. Mhm. Ich weiß gerade gar nicht, was ich hier, ach, ist ja passend, ich habe von Huyu Fairtrade und alles, ist natürlich auch nur geschenkt, Fairtrade, keine Kinderarbeit, was steht und hier? Und hochwertige auch, ja. Und hinten drauf steht, ich trage das nur, weil ich dafür bezahlt werde, ist natürlich geschwindelt, ich wurde nicht wirklich dafür bezahlt, aber lustiger T-Shirt-Spruch. Das ist auf jeden Fall ein ganz tolles T-Shirt, habe ich nichts für bezahlt, geschenkter Gaul, nehme ich gerne an. Sagt man, glaube ich, so. Einem geschenkten Gaul fickt man gerne ins Maul. Ja. Gut, Besitz. Nostera Flotte. Ja. Habe ich schon gesagt. Das war so ein Gespinst. Ja. Man kauft sich zusammen, weil das kann man tatsächlich im Internet machen. Ich glaube, Millionäre machen das genauso. Die gehen auf meine Website und bestellen dafür 100 Millionen Euro einen Frachter, einen, ja, was sagt man, einen Luxusdampfer und fährt dann rum damit. Oder bleibt halt am Hafen. Oder bleibt am Hafen, holt dann seine ganzen Subscriber, seine Abonnenten rein und spart GEZ, weil man einen gemeinsamen Haushalt hat, der dann einmal gesondert 17,50 Euro zahlt. Wenn es denn als Wohngemeinschaft gilt, bei so vielen Leuten. Es ist ein Haushalt. Wie willst du das argumentieren, dass es nicht ein Haushalt ist? Die haben ja ihre eigenen Zimmer. Ist ein Gebäude? Ihre eigenen Zimmer, eigene Küchen vielleicht auch. Ja, aber nach der Logik war ja jedes Zimmer in meiner Wohnung ein Haushalt. Das ist Quatsch. Ja, keine Ahnung. Das ist Quatsch. Ich kann die GEZ da nicht einschätzen, wie die sind. Das ist scheißegal, was sie zu sagen haben. Wir machen das einfach. Aber eine Flotte, habe ich auch schon gesagt, finde ich kacke, weil ich Angst hätte, morgens aufzuwachen und ertrunken zu sein. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich will nicht aufwachen und tot sein. Ja, ist schlecht. Also klar, ich muss sagen, ich bin so paranoid, dass ich manchmal Angst habe, dass nachts, während ich schlafe, mein Haus zusammenbricht und ich halt dann sterbe. Aber mehr Angst hätte ich davor, wenn das Hausboot absäuft. Wir haben diese Idee ja dann auch ein bisschen geschiftet und da konntest du zu mir ein bisschen mehr dich einlassen, Eloquenz, dass wir sagen, man hat ein Haus, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Haus erben würde, wo mehrere Familien passen rein, Eloquenz, dann da nur Leute reinholen, die du schon kennst, halt ein Freundeskreis, stellst dir vor, ne, 10 Wohnungen da drin oder so und in jeder Wohnung kennt jemand, den du kennst, das ist eh dein Haus, du musst dafür nichts mehr bezahlen, außer die Instandhaltung, somit, dass du sagst, okay, dann machen wir jetzt hier, was weiß ich, halber Mietpreis als üblich wäre, zum Beispiel, also nur, dass dieses Haus nicht auseinanderfällt und man vielleicht mal irgendwie was Neues, einen neuen Kronleuchter kaufen kann, keine Ahnung. Aber du ziehst halt keinen ab, super billige Mietpreise und du holst nur Leute rein, die du geil findest. Das ist doch wie das YouTuber-Haus. Zum Beispiel. Aber war es ja nicht, es war ja nicht von denen gelenkt. Ja, aber das fände ich zum Beispiel wieder ganz nice. Ja, da bin ich so ein bisschen, ich weiß nicht. Ich sag dir, wenn ich ein Mehrfamilienhaus erben würde, würde ich das machen. So, was wolltest du sagen? Ja, ich wollte sagen, ich lebe nicht gerne mit Freunden zusammen. Ich hab der gerne ist halt so ja trotzdem wieder seine eigene Wohnung. Ja. Ja, dann ist es okay. Wenn ich meinen Space für mich habe, so ist es okay. Aber so mit Freunden irgendwie zusammen wohnen, das fand ich schon immer kacke. Habe ich immer abgelehnt. Stimmt, du bist ja hier so ein Zwecks-WG-Mensch. So ein Eigenbrötler. Aber kommen wir mal zum Thema Geld. Ja. Wir haben ja schon gesprochen über Minimalismus und dass wir nicht viel brauchen. Würdest du jetzt im Lotto 5 Millionen Euro gewinnen? Ja. Was würdest du damit anfangen? Also das ist natürlich eine große Gefahr, weil ich glaube statistisch, ich weiß nicht, ist immer geil Statistiken zu erzählen und dann irgendwelche Zahlen in Raum zu werfen, aber sehr viele Leute verprassen dieses Geld sehr schnell, weil man das halt nicht rafft so. Also ich würde mich dann erkundigen, wie man das vielleicht sicher anlegt oder so, aber ich würde halt schon, wenn du jetzt die Zahl 5 Millionen sagst und ich krieg die auch so, ohne dass ich jetzt irgendwie Steuern nochmal zahlen muss oder so, als Gewinn, würde ich mir halt schon irgendwie ein Tiny House kaufen, dann vielleicht 20.000 statt 10.000, dass es schon ein bisschen besser ist, was vielleicht auch so ein, ne, so ein eigene, wie sagt man, so eine einfache, eigene
Ökonomie, nee, wie sagt man, dass das halt sich selbst am Laufen halten kann, so durch Solarstrom und so, ja, und einen eigenen Wasserkreislauf und so eine Scheiße. Mhm. Dass ich wirklich autark damit bin. Mhm. So, und dann würde ich aber wahrscheinlich einfach nur in der Weltgeschichte rumreisen, ein paar Leute mitnehmen, Videos machen. Also im Prinzip das, was ich jetzt mache, nur besser, weil ich es mir leisten kann. Und ohne Ängste, also ohne finanzielle Zukunft. Ich würde sagen, hier, fünf Leute, keine Ahnung, ihr habt jetzt ein Jahr frei, ist mir scheißegal, hier kriegt jetzt 50.000, am Ende des Jahres nochmal 50.000. Mhm, geil. So, wir ziehen jetzt hier rum und machen geile Scheiße. Mhm. Also, wenn ihr die Idee gut findet, spendet mir gerne 1 Million. Easy. Nächstes Donation Goal, 5 Millionen. Und dann nimmst du... Muss man dazu sagen, du hast jetzt so gesagt, wir brauchen nicht so viel. Ich brauche schon einen Patreon-Supporter, bitte supportet mich. Und nach wie vor steht es ja auch im Raum, dass wenn jetzt über Nacht übelst viel dazukommen würde bei Patreon, dass man 2 Leute davon durchfüttern kann. Das würde diese ganze Sache halt wesentlich besser machen. Mhm. Wenn man wirklich, ich kann halt alleine nicht so viel filmen. Ich kann nicht alleine auf die Straße gehen und halt mal die Kamera, fremde Person, und ich mache hier gerade mal einen kleinen Prank, lol. Mhm. Das geht halt nicht. Aber eine zweite Person, wenn man wirklich quasi jeden Tag aktiv zu zweit mindestens an sowas sitzen könnte, das würde halt die Produktivität sehr hoch ankurbeln. Mhm. So bin ich halt alleine, muss halt immer gucken, da kannst du mal, du hast ja neulich auch mal mitgemacht und so, weißt du? Ja, gerne, ja. Das geht ja, aber ihr habt ja auch alle selber noch Sachen zu tun. Mhm. Und das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Wenn 2, 3, 4, 5 Leute davon leben könnten, wäre natürlich geil. Ist aktuell eine sehr große Utopie, aber das wäre auf jeden Fall, was ich davon machen wollen würde. Also willst du die großen YouTuber auch machen, dass der Julian Bam da sein Team bei sich hat anziehen lassen, bei sich wohnen lässt. Ja, und nur, dass die langweilige Scheiße halt machen, die keiner braucht. Ja, naja, es ist halt Unterhaltung letztendlich. Es ist Unterhaltung, aber also es ist etwas, was du halt an vielen anderen Orten auch findest, finde ich. Es ist nicht individuell, meinst du, was Julian Bam jetzt für Sachen macht. Du findest halt, zeig mir mal Kanäle, die sowas machen. Nehmen wir die Public Prank Compilations. Haben wir jetzt 6, 7 gemacht oder so? Hm. Zeig mir mal irgendwo, wo es das noch so gibt. Gibt's halt nicht. Nee, in der Form nicht, nein. So. Aber irgendwie, haha, ich mache jetzt hier lustige Sketche und haha, ich singe jetzt hier. Julian Bam macht ja auch Sachen wie, wenn der Weihnachtsmann ein Rapper wäre oder der Osterhase ein Rapper wäre. Das ist ja auch... Epic Rap Battle, also... aber nicht ganz. Rappende Figuren gibt es halt auf jeden Fall mehrfach. Ja, aber in der... Es gibt ja auch viele Pranks zum Beispiel. Du hast für dich eine Nische gefunden, dass du halt dich lächerlich machst und nicht die Leute vorführst. Das ist so dein Special Ding, was ich auch super finde. Und Julian Bam zum Beispiel, der hat... das Battle Rap für sich gefunden, dass es das gibt, Epic Rap Battle, und gesagt, okay, es gibt doch keinen, der aus der Sicht vom Weihnachtsmann und aus dem Osterhasen und aus der Sicht vielleicht von Schulfächern, wenn Schulfächer rappen könnten, würden sie das machen. Das ist ja auch recht unique. Ich finde es nicht geil, aber klar dürfen Leute das geil finden, ich finde es nicht geil. Ich finde es auch nicht so geil. Ich muss es nochmal betonen. Außerdem hat ja zum Beispiel auch das What the Fuck Collective von John Lajoie nachgemacht, hat nirgends gesagt, dass das nachgemacht ist, und hat es als seins ausgegeben. Das macht man auch nicht. Klar. Das ist halt, also er hat es natürlich nicht 1:1 nachgemacht, aber die Idee dahinter hat er halt komplett geklaut. Mhm. So, ich bin der Rapper, der beim Rappen einschläft. Das hat halt John Lajoie vor 10 Jahren gemacht. So. Ah, okay. Und sowas finde ich nicht geil. Der hat natürlich bestimmt das ein oder andere Video, was irgendwie was Besonderes ist, aber an sich das Grundkonzept, wir machen jetzt irgendwie eine rappende Figur oder wir machen jetzt einen Sketch über eine Beziehung oder so, ich habe nicht so viel gesehen, oder wir machen jetzt ein Lied und prangern damit an, dass Tiere gequält werden, selbst das ist nichts Neues. Naja, aber es sind ja schon, bei ihm finde ich, sehr durchdachte Videos und sehr, sehr hochwertig, und er macht doch nicht gleich... Weil die Kameras hochwertig sind. Naja, das auch, aber auch die Produktion ist ja hochwertig, ja, also wenn ich mir das so anschaue, wie krass die Kostüme sind und das Make-up und die Songs sind gut produziert. Ja, Geld. Die Texte sind, ist ja egal, er hat ja auch drauf aufgebaut, er hat ja auch angefangen mit einer kleinen Kamera. Er hat sich halt hochgearbeitet und macht jetzt das, worauf er Bock hat, muss halt jede Woche Content produzieren, aber es ist, das kannst du ihm nicht absprechen, hochwertiger Content. Ich finde auch nicht alles spannend, was er macht, aber so 1, 2 Videos so im Jahr, die ich von ihm richtig geil finde, feiere ich, und ich gönne ihm auch jeden Abonnenten, den er hat, weil er halt durchdachte Sachen macht. Jetzt nicht auf seinem Zweitkanal, ja, Bully & Jam, wo er irgendwie auch so wir spucken uns an Challenges macht. Das finde ich langweilig, aber so diese Julian Bam auf dem Hauptkanal, diese Musikvideos, und das ist schon sehr durchdacht und sehr klug. Da muss ich mal für ihn die Lanze brechen, auch wenn ich ihn nicht abonniert habe und ich ihn auch nicht jede Woche verfolge. Ja. Aber so Santa ist der Boss, der Song, ja, ist ja großartig. Santa ist der Boss. Weiß ich nicht, kenne ich nicht so gut, aber großartig.
Also die wohnen halt in dem Haus, also mindestens 6-7 Leute sind da dran beteiligt. Ja, ja, klar, wahrscheinlich sogar einige mehr. Ja. Und da können wir jetzt einfach mal sagen, es ist eine kleine Produktionsfirma. Und jetzt stell dir mal vor, wenn das, was ich machen würde, auch eine kleine Produktionsfirma wäre, dann wäre das halt auch in diese Richtung. Sicher. Dann hätte ich halt auch Kameras, die 3.000 Euro kosten. Ach, 3.000 Eben. Reicht gar nicht. Der hat halt wahrscheinlich 20.000 Euro Kameras. Und so fing er ja auch an, so ganz klein, ja? Mit einer Selfie-Kamera und einem Longboard. So fing er an. Aber dann kommt ja dazu, dass ich jetzt gar nicht, ich will ja auch gar nicht dieses Ding, oh, und dann räche ich euch mal meine Steuern vor. Oh, hier, ne? Dieses große Expansionsding habe ich halt nicht. Und vielleicht steht das ein bisschen sehr im Kontrast miteinander, dass das halt nicht funktioniert, wenn du nicht sagst, oh, jetzt drücke ich aber den letzten Cent da raus aus dieser Aktion. Das verträgt sich halt dann nicht so gut, ja, Du machst ja auch nichts Inszeniertes. Das Einzige, was inszeniert ist, bist ja du als Person, der gerade eine Rolle spielt und auf die Leute zugeht. Julian Bam macht ja richtige Inszenierungen und wir sind ja alle eingeweiht. Bei dir macht das halt keinen Sinn, du brauchst keine 20.000 Euro Kamera. Das brauchst du halt nicht für deine Geschichten. Was ich sagen wollte, ist, dass das geil ist, Mann. Reisen und dabei Scheiße bauen, das ist das Geilste, wo gibbet. So. Sicher, sicher. Noch sind wir jung und haben nicht das Geld. Noch haben wir die Möglichkeiten, die Energie und die Scheiße. Also spendet uns einfach mal 1 Million. Dann nehme ich die Leute mal mit auf ein Jahr. Und das ist ja das Ding. Das ist ja auch das Ding. Pass auf, wenn du das machen würdest, jetzt nur rein fiktiv, du hättest jetzt, es muss nicht mal 1 Million sein. Was braucht man im Jahr? Jetzt mal realistisch. Wenn ich sage, ich gebe dir jetzt irgendwie 20.000 und am Ende des Jahres nochmal 20.000, würdest du damit überleben können? Ja, easy. Wahrscheinlich. Ja. So. Wenn man dann eh noch reist und so und dann bezahle ich auch noch Übernachtung und so. Sag mal, wir haben jetzt mal 200.000 Euro für 4 Personen für ein Jahr. Wobei 20.000... Ich habe schon wieder rein. Nee, mach Mathe, Robin. Aber 20.000... Doch. 20.000 im Jahr und du willst reisen, das kann schon wenig Geld sein. Wenn ich mal hochrechne. Nein, die kriegen das so. Ah, okay. Machen wir es ganz großzügig, wir sagen jetzt 300.000, das ist ja jetzt auch hochgesponnen. Man muss ja auch nicht 5, 6 Leute mitnehmen, es reicht ja auch mit 3. Aber wir sagen jetzt mal, wir haben jetzt einfach 300.000 Euro und sind 3 Leute, sind 4 Leute, das reicht locker. So. Und die können mit ihrem Geld auch machen, was sie wollen, dieses Reisen und Airbnb und Booking.com, da findest du auch so billige Sachen. Das ist ja auch meine Devise. Viel Geld haben heißt nicht viel Geld ausgeben. Man kann dann trotzdem noch für 10 Euro die Nacht irgendwo übernachten, auch wenn man reich ist. Irgendwo, genau. Man kann auch trotzdem zelten, man kann auch einfach mit dem Wohnwagen rumfahren, da ist dann einer dabei. Ne? Das geht ja alles. Pass auf. Und das ist nämlich der Punkt. Wenn diese Finanzspritze einmal da wäre und man diese Person, dann würde man sagen, hey, ihr kriegt jetzt hier Person A, B, C, ihr habt ihr Bock, habt ihr Zeit, könnt ihr euch das leisten, wenn es jetzt nichts werden sollte nach dem Jahr, bla, dass ihr dann irgendwie wieder einsteigen könnt in das, was ihr gemacht habt, was auch immer. Kommt jetzt hierher, ein Jahr machen wir das jetzt, kurbeln hier die Produktion an, fahren durch ganz Europa nach Asien, machen in jeder Stadt ein geiles Video oder was auch immer, ja, ein Jahr lang, dann würde das ja alleine dadurch, weil das übelst geil ist und was die ganze Scheiße, die dabei entsteht und wie regelmäßig das entsteht, würde das von ganz alleine wieder ein größeres Ding werden, was sich dann am Ende dieses Jahres vielleicht wieder selbst bezahlt, weißt du? So. Ja, als und das ist das Ding. Aber wenn man diesen Start nicht hat, dass man jetzt da sagt, ey, du arbeitest zwar gerade Vollzeit, aber nimm dir ja noch mal ein Jahr Auszeit von Geld, was nicht da ist. Und du studierst gerade... Brich das mal ab, mach mal ein Jahr hier. Ja, so. Das funktioniert halt nicht so. Urlaubssemester kann man sich ja nehmen. Wenn das Geld nicht da ist, das ist halt ein bisschen schade. So, aber es würde gehen. Wir können festhalten, dass Geld leider wichtig ist. Das ist das Problem. Uns vielleicht nicht an sich, aber die Umstände machen das Geld wichtig. Weißt du, was diese Sache ein bisschen leichter machen würde? Wenn es kein Geld gäbe, wenn wir alle erschießen würden. Richtig, Tino, bedingungsloses Grundeinkommen. Ach so, oder so. Bedingungsloses Grundeinkommen, auch da haben wir das letzte Mal schon drüber geredet. Ich bin ein großer Freund davon, ich sehe auch nicht viele Wege drumherum in der Zukunft. Das ist auch für mich so eine Sache, wir vermischen uns irgendwann alle Rassen miteinander. Was lachst du da so? Ja, das Wort Rassen finde ich so interessant immer. Alle Hautfarben. Also, ich glaube, das ist auch nur eine Frage der Zeit. Genau wie es eine Frage der Zeit sein muss, bis das bedingungslose Grundeinkommen kommt. Weil zum einen werden durch Maschinen immer mehr Berufe einfach hinfällig. Ist so. Und das ist so ein großer Bereich, dieser Handarbeitsscheiß. Ja?
alles, wo dich irgendwie eine empathische Figur nötig ist, fällt irgendwann weg. Hm. So, du kannst halt nicht so viele neue Jobs künstlich schaffen. Es kann nicht jeder Influencer werden. Das funktioniert nicht. Schade. So, ja. Und deswegen muss ein System her, was diese Leute auffängt, damit du nicht irgendwie jetzt mal 10% Arbeitende auf 90% Arbeitslose, Rentner und Kinder hast. So, das funktioniert halt einfach nicht. Aber die alle, die wegbrechen durch die Maschinen, die das alles erledigen, die können ja in die Altenpflege gehen, weil die Menschen ja immer älter werden. Ja, okay, aber ich glaube da auch. Da brauchst du kein Grundeinkommen. Auch dann wird das Ding nicht aufgefangen. Also, Grundeinkommen ist für mich sehr sinnvoll. Und das wäre zum Beispiel auch was, was so eine Sache ermöglichen würde. Ja? Wenn du jetzt einfach mal. Bin ich völlig bei dir. Jeden Monat und jetzt reden mittlerweile einige davon, dass es 1500 sein müssten, weil. Oh. Bin ich auch völlig d'accord mit, weil du. Mit 1000 bist du bereits unter dem Wert, was du zum Beispiel in München an Geld kriegst, wenn du Hartz-IV-Empfänger mit einer Wohnung bist. Ach das so, alleine ist schon mehr als 1000. Und deswegen, um diese Leute nicht zu benachteiligen, müsstest du bei mindestens 1500 ansetzen. So. Das heißt, du müsstest das sehr individuell anrechnen. Das heißt, dass du in Thüringen im Osten, da sind die Lebenshaltungskosten ja sehr gering, dass die weniger bekommen und die Bayern unten viel mehr kriechen. Eben nicht. Denn das steckt in bedingungsloses Grundeinkommen drin. Da darf keine Bedingung dran geknüpft sein. Mhm. Und deswegen müsste es über dem, was der Niedrigste hat, drüber sein. Da würden ja alle nach Thüringen auswandern. Beziehungsweise der Niedrigste hohe. Nee, eben nicht. Also ja, aber nein. So. Auf jeden Fall, aber alle kriegen das Gleiche, auch in München, auch in Thüringen, aber es muss über dem Betrag sein, den der Typ in München, der arbeitslos ist, mit seiner Wohnung bekommt. Ja, aber damit der nicht halt plötzlich besser, schlechter, ihr wisst doch, was ich meine, wenn meine halt Fresse. Der Hubert aus München, ja, wenn der 1500 bekommt, genauso wie der Jens aus Dresden, ja, das gleiche Geld hat, ja, aber der Jens zahlt nur die halbe Miete. Und die halbe Lebenskosten-Dings. Ja. Da würde sich auch der Hubert aus München denken, oh, Saubreus, ich müsste auch nach Sachsen ziehen, ja, weil ich dann mehr Geld übrig hätte. Ist okay. Dann würden ja alle aus Bayern nach Und zu was Jens würde ziehen. Was würde passieren, Tino? München die Mieten in München, leer. Die Mieten in München würden sinken. Damit die Leute, die wollen ja nicht, dass die Leute da wegziehen. Aha. Das würde sich schon regulieren. Ja. Aha. Vielleicht. Doch, doch, doch. So, und jetzt der eigentliche wesentliche Punkt, wo kriegen wir das Geld denn her? Das geht doch nicht, das Geld. Das Geld ist da. Und da kommen wir mit unseren ganz extrem linken Ideen, Tino, die wir auch das letzte Mal schon angesprochen haben. Die beschneiden die Rechten. Und zwar ihr Konto. Wie die Juden. Richtig. Die sind ja auch beschnitten. Wir machen eine Obergrenze. Ja. Für Geld. Für Geld. So, und das war mein Gedankenexperiment. Mhm. Leute, ich habe es das letzte Mal schon gesagt. Stellt euch vor, ihr schlaft ein, ja. Und seid tot. Seid tot, wacht wieder auf, huch. Lebt wieder. Lebt wieder. Nein, ihr schlaft ein, ein Flugzeug kommt, Alien, zack, saugt euch hoch, fliegt euch auf einen anderen Planeten. Ihr kommt da raus, auf diesem Planeten, macht die Augen auf. Und auf diesem Planeten ist es ganz selbstverständlich, dass man nicht mehr als zum Beispiel 100 Millionen Euro als Gesamtguthaben haben darf, als Gesamtnettowert, ja, als Networth, so. Hm. Das ist da ganz selbstverständlich. Und alle denken sich, ja klar, es gibt doch nur so und so viel Geld auf der Welt. Das wäre ja total schwachsinnig, wenn wir das immer wieder weiter auf die Spitze treiben und dann irgendwann eine Person fast alles Geld hat und der Rest gar nicht. Das ist ja total, das ist da selbstverständlich. Ja. Und das würde keiner hinterfragen, weil alle sich denken, ja, also es sind so viele Menschen auf der Welt, das macht ja nur Sinn. So. Natürlich, wenn man von heute auf morgen das in der unseren Welt einführen würde, würde man sagen, das ist aber gemein, du kannst ja den Leuten nicht das Geld wegnehmen. Doch, kann man. Da ist der Fehler. Es ist natürlich, ja, eine recht radikale Idee. Aber wir müssen ja gar nicht das Level Cap einführen, aber man braucht nicht 10 Milliarden oder 100 Milliarden, 115 Milliarden Euro im Falle von Jeff Bezos. Das braucht man nicht. Nee. So. Da bin ich da, ganz bei dir. Da sagt auch keiner, ja, Bill Gates, der spendet auch, das ist ja alles schön. Das ist doch alles schön, das kann er doch alles machen. Müsste er nicht machen, wenn er nicht so viel Geld hätte. Ja, stimmt. So, wenn man einfach sagen würde, hey, es gibt eine Grenze, wenn dein Grundstück, all das, 100 Millionen ist super viel. Es ist super viel, ja. Dein Grundstück, dein Bargeld, all das, ja, zusammengerechnet darf nicht 100 Millionen überschreiten. So. Ja. Und dann gucken wir mal, was passiert.
Ja? Lustigerweise. Weil, übrigens, was auch noch wichtig ist beim bedingungsloses Grundeinkommen, ja, dass man nicht immer sagt, wo wollen wir das Geld hernehmen, wo wollen wir das Geld hernehmen? Die Leute, die da dieses Geld zur Verfügung haben, was machen die, Tino? Nein, lassen die Wirtschaft stecken. Genau. Die Wirtschaft wird angekurbelt. Das wird zurückgeführt. Bam, 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 bam. Das ist alles links. Das sind alles sehr linke Ideen tatsächlich. So, egal. Was ich eigentlich sagen wollte, da ist Geld zu holen und auch bei anderen Sachen sind noch Geld zu holen, was in Amerika ja auch gerade auch von Bernie Sanders zum Beispiel und Andrew Yang, der auch fürs bedingungslose Grundeinkommen ist, wird sehr hart diskutiert. Dieses ganze Amazon und nicht Twitch, wollte ich jetzt schon die sagen. Die müssen auch Steuern zahlen. Machen sie ja nicht. Amazon, so. Facebook und so. Das ist nämlich auch so eine Sache. Die haben auch so viel Geld, dass es den aus allen Löchern rauspoolt. Ja? Warum da nicht so einen geringen Prozentsatz? Nicht mal gering. Nicht mal gering. Ja, ich war aber ein geringer Prozentsatz würde schon alleine reichen, um so ein bedingungsloses Grundeinkommen zu machen. Ja. So. Machen sie aber nicht. Und das würde wiederum dafür sorgen, also es darf auch nicht, auf lange Sicht gesehen ist das das Schwachsinnigste, was du machen kannst, dass es billiger ist, bei Amazon zu kaufen, als wenn ich in die Stadt gehe und zu kaufen. Mhm. Das kann auf Dauer nur die Stadt kaputt machen. Es funktioniert gar nicht anders. Erst werden die Leute durch irgendwelche Großkonzerne, also durch irgendwelche Ketten vertrieben und irgendwann geht gar keiner mehr in die Stadt, außer wenn vielleicht Weihnachtsmarkt ist oder Zwiebelmarkt, um eine scheiß Zwiebelzopf zu kaufen. Es geht halt gar keiner mehr in die Stadt und das kann nicht Sinn der Sache sein. Nee. Und erst recht nicht, wenn da so viel Geld durch Steuern zu holen ist, was dann wiederum ins bedingungslose Grundeinkommen fließen kann. Das sehe ich alles ganz genau. Um dann wieder in die Stadt zu gehen, die Städte zu beleben. So. Um sich die Skater anzuschauen. So. In der Stadt. Und wenn man sich die Entwicklung mal in der Vergangenheit anschaut und diese exponentielle Kurve weiterspinnt, ja. Vor 50 Jahren gab es keinen Jeff Bezos, der schon irgendwie 115 Milliarden Euro an Networth hatte. Wenn das immer so weitergeht, was soll die Scheiße? Das kann nicht gut sein. Ich frage mich nur gerade, ob das auch grundgesetzkonform ist, dass du Leute beschneidest, finanziell gesehen, weil ich glaube, du hast... Steuern sind ja gedeckt. Also dieses Level Cap ist vielleicht ein bisschen problematisch. Ja, ich meine, aber wenn man sagt, man macht eine Obergrenze für Besitz. Ja. Ob das grundgesetzkonform ist. Man sagt einfach, ab einem Einkommen von 100 Millionen darfst du weiter Einkommen haben, aber es wird zu 100% versteuert. Ach so, ja. Ja, das ginge. Ja. Wir sollten eine Partei gründen, Robin. Ich trete gerne aus die Partei aus dafür. Aha, kriselt's bei euch? Nee, bei mir. Ach so. Nee, ich würde auch drin bleiben, aber noch eine andere Partei gründen. Und weiß ich nicht, dann machen wir sowas. Wir sind dann die... Hast du das von Jan Böhmermann gesehen? Die radikalen Humanisten. Die radikalen Humanisten, klingt gut. Hast du von Jan Böhmermann gesehen? Der hat jetzt nochmal so ein Abschlussding zur SPD. Ja, das war sehr witzig, wo er am Ende ausgezogen hat. War aber sehr schön. Der hatte, glaube ich, noch was an. Also ich glaube, er hat nicht komplett blank gezogen, weil sonst, da sitzt da jemand im Publikum mit Handy und... Ja, aber ich traue es ihm zu, weil er ist ja in seinem Herz ein Schauspieler. Er wäre ja kein Schauspieler geworden. Ah. Er ist abgelehnt worden von der Schauspielschule. Was ich auch verstehen kann, er ist kein guter Schauspieler. Zum Glück wurde er nicht von der Kunstschule abgelehnt. Hätte schief gehen können. Naja, also er ist halt ein sehr guter Sprecher. Und er ist sehr vielseitig, aber er spielt an sich nicht gut. Aber er wäre gerne Schauspieler geworden, wie sein Vorbild Harald Schmidt, der ja auch Schauspieler ist, eigentlich. Mhm. Und zu einem Schauspieler gehört auch, sowas zu machen, sich als Überraschungseffekt sich auszuziehen nackt vor Leuten. Das hat ja nur dein Direktor gesagt beim Theater. Tino, das gehört jetzt dazu. Ein guter Schauspieler muss sich jetzt auch mal ausziehen und sich vornüber beugen. Nein, aber ich traue es ihm zu. Es gab so Kommentare unter dem Video, hat er sich wirklich ausgezogen. Da meinte einer, er wäre vor Ort gewesen, er hätte irgendwie eine Schnauzbartbrille angehabt über seinen Penis. Okay. War aber wahrscheinlich eher ein Scherz. Aber die Frage bleibt ungeklärt. Ja, witzig. Ich traue es ihm aber zu. Witzig auf jeden Fall. Die Sozialdemokratie. Die SPD. Die radikalen Humanisten. Wir nennen uns... die Rahus oder die Hurras. Die Hurras. Humanistische Radikale. Die Hurras. Das ist gut. Die Hurra-Partei. Das ist gut. Das ist toll. Hurra, ja. Die Hurra-Partei. Huso fände ich auch gut. Die Husos. Ja. Also könnte unsere Jugendorganisation heißen. Humanitäre, soziale Huso. Sufis. Sufis? Nee, nicht Husus. Husos. Ja, aber die Hurras. Ich würde uns... Die Hurras. Die Hurra-Partei nennen.
Ja, also ihr hört schon, ich habe jetzt nicht die beste Meinung zum Kapitalismus, habe natürlich auch nicht die besten Alternativen dazu. Ich fand dieses Geschäftsmodell... Kommunismus. Anarchismus. Was? Also in die Richtung gehe ich nicht so sehr wie Tilo, kannst du gerne auch mal ausführen. Ich auch nicht. Ich habe auch meine Kritik an Kommunismus und an Anarchie. Es führt halt immer... Also guck dir China an, guck dir die DDR an, das führt halt immer in so eine Scheiße. Das waren keine kommunistischen Staaten, nicht wirklich. Ja. Die taten so. Ja, also ich glaube, dass der Faktor Mensch da einfach eine große Rolle spielt und dass es daran einfach immer ein bisschen scheitert. Also einfach die Menschen abschaffen. Nee. Aber guck doch mal, was ist denn, wenn wir das einfach machen? Wenn wir sagen Kapitalismus, aber Obergrenze an Einkommen. So, nur mal jetzt als Gespinst. Wir sind jetzt wieder auf dieser Alien-Welt, ja. Keiner nimmt jetzt irgendwelchen Reichen weg. Wir gehen mal davon aus, dass das von Anfang an die Regel war. Mhm. Dass jetzt keinem was weggenommen werden muss. Dass dann alle sagen, also jetzt seid doch mal ehrlich. Jeder würde sagen, es ist doch vernünftig zu sagen, Grenze, irgendwann darfst du nicht. Es kann nicht sein, dass es immer weitergeht und am Ende, weil das ist halt der Kapitalismus. Am Ende steht dann eine Person da, die alles hat und irgendwann das ist die Blase, die platzen wird. Ist natürlich jetzt im Extrem gesponnen, aber in die Richtung, man muss sich ja nur die Einkommensverteilung anschauen, in diese Richtung entwickelt sich's ja. Hm. Und dann ist auch wieder der nächste Gedanke, nächstes großes Fass, was ich aufmache, dieser Grundgedanke, woran man ja Erfolg misst von Ländern und so, am Wachstum. Ja? Hm. Ist das überhaupt sinnvoll, ewigen Wachstum zu fördern oder zu feiern in einem System, in einem geschlossenen System, die Erde, wo begrenzt möglich ist, Ressourcen zu verbrauchen. Das kann nicht ewig wachsen. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht ewig wachsen. Das hat auch dieser Kollege hier, warte, ich spiele es euch nochmal ab. Unendlicher Wachstum in einem endlichen System. So, unendlich. Früh um 6 sagt er das in sein Handy rein. So, unendlicher Wachstum in einem endlichen System. Es macht einfach keinen Sinn. Und ich kann auch sagen, es macht keinen Sinn, weil es Sinn machen steht bereits im Duden. Labert mich nicht immer voll mit eurem, das ergibt so. Sinn. Ja. So. Ich bin halt Engländer. Ich sage, it makes sense. It makes sense. Ja. Ich sehe es auch ganz genau so. Ich bin auch ein Kritiker des kapitalistischen Systems und man kann es ja anpassen, man muss es ja nicht abschaffen, aber das man ist, kann genau, es anpassen. Genau, das ist halt mein Punkt. Ich finde es halt auch nicht so geil zu sagen, Kapitalismus stirbt, wenn man nicht wirklich eine Alternative dazu anbietet. Das finde ich irgendwie immer nicht so geil. Mhm. So, aber wenn man sagt, hey, Kapitalismus mit Level Cap und sagt, hier ist Schluss. Hast du gut gemacht, hier ist dein Orden, du hast es erreicht. Ja. Ja. Aber ich sehe da jetzt, ihr könnt uns gerne in den Kommentaren auch darauf hinweisen, ja, ich bin ja jetzt auch kein Sozial-Marktwirtschaftswissenschaftler irgendwas, aber für mich klingt es halt einfach relativ logisch gerade. Darüber hinaus kommt, dass man ja auch, was ich eben noch ansprechen wollte, dieses... Komm mal kurz rein. Wir kriegen dann eine Ansage. Oh, live gibt es eine Ansage. Kriegen wir jetzt richtig links, rechts... Ach so, weil wir eingetragen sind. Bis 18 Uhr ist Live-Sendung. Oh, okay. Alles klar. Gut zu wissen. Gut, danke. Ja, müssen wir schauen, ob wir... Vielleicht verzeihen uns die Leute auch, wenn wir nicht ganz 2 Stunden voll gemacht haben. Ich glaube auch. Oder wir schießen noch was nach. Vielleicht schießen wir was nach. Der nächste Hörerwunsch wird dann halt 1:20 lang. Aber das bringt ja nicht den Leuten was, die das jetzt bezahlt haben. Ja, das stimmt schon. Die kriegen was extra. Die kriegen nochmal 20 Minuten nach oben drauf. Am nächsten Hörerwunsch. Genau, reden wir am Ende einfach nochmal kurz über Geld. Da können wir ja die Kommentare auswerten, die vielleicht unter diesem Podcast kommen. Siehste, genau. So. Gut, haben wir das geklärt. Was ich jetzt noch als letztes sagen wollte, als Gedanke vielleicht, wenn man den Erfolg eines Landes nur am Bruttoinlandsprodukt misst, dann kriegt man ja auch nur so Werte raus, die das weiter befeuern, dieses System am Laufen zu halten. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Land erfolgreich, also den Erfolg eines Landes daran misst, wie gut wie glücklich die Bevölkerung ist oder wie wenig Suizide es gibt im Verhältnis zu wie viele Krankenfälle es gibt, wie viele Leute sterben. Wenn man solche Faktoren berechnet, beziehungsweise als Wert nimmt, um zu schauen, wie gut es dem Land geht, das ist vielleicht besser, als immer zu schauen, oh, jetzt habt ihr Plus gemacht. Es wäre logischer, aber das tut man nicht, weil die Wirtschaft ja so viel Einfluss hat auf die Politik. Früher war es halt die Kirche, die immensen Druck hat. Die Kirche, die Charles Manson. Ja, die Charles Manson-Kirche hatte früher ganz viel Einfluss auf die Politik, auf die Gesellschaft. Ja. Heute ist es halt die Wirtschaft. Ja. Was kommt als nächstes? Wer als nächstes den großen...
Den größten. Also ich fände es schön, wenn die Welt irgendwie bemessen wird nach, wie ist die mentale Gesundheit da, ne? Wie viele Obdachlose gibt es. Wenn man all diese Faktoren, ja, den, ich weiß nicht, wie man es nennt, den Lebens, wie sagt man, Lebensstandard, nee, Lebensqualität. Qualität, genau. Lebensqualität, ja, wenn man das alles unter Lebensqualität als einen Faktor zusammenrechnet, ja. Anzahl an Obdachlosen, Anzahl an Gesundheit. Leuten, die mentale Gesundheit, genau. Ne, Suizide, alles das zusammengerechnet und daran ein Land bemisst, ob es dem gut geht oder nicht. Und nicht, oh ja, die ganzen kleinen chinesischen Kinderarbeiter haben ganz viel tolle Arbeit geleistet, wurden schlecht bezahlt, haben aber die Wirtschaft angekurbelt. Ja, geil. Das finde ich nicht so gut. Ich auch nicht. Da können wir uns drauf einigen, glaube ich. Ja. Und wir müssen uns auch einigen darauf, dass wir jetzt rausgeschmissen werden. Ja, weißt es tut du, wir, uns wir leid. Wir durften schon nicht rechtzeitig hier rein. Ja, das stimmt. Wir werden auch noch rausgeworfen, vorzeitig. Asozial, Alter, Kniescheibe. Sachen gibt es, Schickt mal bitte einen Beschwerdebrief bei Radio Lotte ran. Sie sollen uns hier bitte den Raum öfter und länger zur Verfügung stellen, weil wir die beste Sendung von allen sind. Danke fürs Hören, danke fürs Bezahlen an euch, Eigentum und Geld. Auch ihr könnt euch für 20 Euro... eine Ausgabe wünscht. Wenn ihr 20 Euro spendet, ihr kauft sie nicht, ihr spendet diese 20 das Euro. Das stimmt. Dann reden wir. Wir leben leider nach wie vor im Kapitalismus und sind darauf so angewiesen. Wir haben es uns Spenden. Nicht ausgesucht, ja. Aber damit wir nicht sterben, brauchen wir Geld. Wir sind ja ehrenamtlich im Radio. Ja. Über jedes Thema, was ihr wollt, wir reden über alles. Über Meerjungfrauen, über Betonmasse. Ja. Und wir reden auch über. Vielleicht wünscht sich auch einer nochmal so eine Art Thema, dann ja. Machen wir es einfach dazu. Oder sagt nochmal jemand, ey, redet nochmal über Kommunismus oder keine Ahnung, dann können wir das einfach zusammenfügen. Oder mein Wunsch über sexuelle Präferenzen. Das finde ich ganz spannend. So ja. Diese ganzen Doggy-Geschichten, diese Hunde, Furries, Sklaven, fände ich ganz spannend. Wenn ihr mir einen Wunsch erfüllen wollt, mir was zu Weihnachten schenken wollt, dann wünscht euch einen Brennpunkt zum Thema. Da würde sich der Tino freuen. Sex. Stimmt, ja. Es ist ja auch noch Weihnachten. Frohe Weihnachten, liebe Leute. Kommt in meinen Stream. Ich bin jeden zweiten Tag online im Dezember. Montag, Mittwoch, die Jackbox-Abende finde ich sehr angenehm. Die machen Spaß. Ja, großer Spaß. Kommt vorbei. Wir machen ganz viel tolle Sachen. Eine frohe Weihnachtszeit. Tschüssi. Tschüss. Ciao.